Total Moshpot, der Podcast für Subkulturen und harte Musik. Hallo und herzlich willkommen hier bei Total Moshpot. Ich bin der Kario von Moshpot Passion und mit mir wieder dabei, wie jede Woche, der Mann, der sich zurückgemeldet hat aus dem Wald auf seinem YouTube-Channel, der Adrian von Tod gehört. Servus, Leute. Schön, dich hier zu haben, du alten Waldmensch. Du hast einen sehr, sehr schönen Vlog rausgehauen aus dem Wald. Das sind immer die Adrian-Special-Videos, die ich mir sehr, sehr gerne anschaue. Deine Community hat das auch hart gefeiert. Aber wir sind heute nicht alleine da. Und zwar haben wir einen Gast hier. Wir müssen ihn erstmal gratulieren für Platz 4 in den Albumcharts. Und zwar ist es JJ von Harakiri for the Sky. Schön, dich hier zu haben. Ja, hi. Mich freut's auch. Ja, super. Das hat echt kurzfristig geklappt und es freut uns, dass dass wir dich jetzt hier haben. Mhm. Es wird natürlich sehr stark um das neue Album gehen, was ja gerade erst erschienen ist. Mhm. Mehr, ja. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich glaube mehr. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ich lasse das eh auch immer stumm zum Schluss. Sehr gut, sehr gut. So, starten wir direkt in unsere erste Sektion rein und das ist, Leute, die uns kennen, der Bereich, wo wir über das reden, was wir aktuell hören, und wenn wir einen Gast haben, dann lassen wir ihn immer den Vortritt und fragen jetzt JJ, was lief denn bei dir aktuell so auf dem Plattenteller? Ich habe in den letzten Wochen irgendwie recht viel Indie gehört, weil ich gerade generell ein bisschen unruhig bin und mich dann das ganze Black Metal Zeug immer ein bisschen zu sehr aufwühlt. Aber ich habe schon auch ein paar härtere Sachen gehört. Eben die aktuelle Platte von Byte aus Würzburg habe ich viel gehört. Mhm. A Pregnant Light. Das ist so eine Mischung aus Black Metal und Defeater. Die ELR mit Bindestrichen dazwischen, auf Prophecy sind die taugen mir gerade ziemlich. Und ja, sonst halt das übliche Zeug, das halt letztes Jahr echt groß im Kommen war, so wie Fluister Aas und Turia. Was war da noch dabei? Ja, eben, und ich habe halt viel so Indie-Zeug gehört, wie Baby Shambles oder das hier oder auch Nothing, ja. Das ist so meine Abteilung. Ich wollte gerade sagen, da wird der Kaio wach. Oh ja, bei Indie sofort. Und zwar, wo wir bei dem Thema sind, und zwar, kennst du zufällig Tiger Cup aus England? Nein, von denen habe ich noch nichts gehört. Und zwar habe ich die gesehen im Vorprogramm von Royal Blood, falls sie dir was sagen. Ja, obwohl das ist mir dann schon wieder fast ein bisschen zu poppig. Also Indie ist das für mich keiner mehr, aber ja, kenne ich auf jeden Fall vom Hören. Und auf jeden Fall Tiger Cup, die sind dann, ja, die sind nicht ganz so. Die sind für mich noch mehr so eine Indie-Richtung wie Royal Blood auf jeden Fall. Und die bringen jetzt nach 4 Jahren eine neue Platte raus und da habe ich die aktuelle Single gehört am Wochenende, direkt die Vinylplatte geholt, die limitierte, die es da gibt. Und ich kann hier allen Zuhörern nur empfehlen, Tiger Cup und der Song Control. Oh, das ist einer der besten Top 10 Indie-Songs jemals geschrieben. So, wie soll ich das beschreiben? Also es ist elektronisch. Es hört sich an sehr, sehr Sample-basiert und das kann man schlecht beschreiben. Das Ding ist so geil mit einer super geilen Hook und ich liebe halt so Indie-Musik, wenn die halt eine richtig geile Hook haben. Das fängt ja schon bei Oasis irgendwie an, wo das ja Britpop ist, geht dann Bombay Bicycle Club zum Beispiel, die habe ich aktuell wieder verfolgt. Kennst du die, Bombay Bicycle Club? Nein, leider auch nicht. Das ist auch so ein bisschen Brit-Indie-Pop und mega geile Band. Und da das erste Album ist jetzt schon 10 Jahre alt, die waren da Ende ihrer Teenager-Phase, als sie das aufgenommen haben, und herrliches Ding. Und das lief dann tatsächlich verstärkt am Wochenende neben der Deftones. Die haben White Pony re-released auf Vinyl. Ah ja, das habe ich mitbekommen. Das war so das Album, wo ich halt so die Band entdeckt habe. Sehr, sehr aufwendiges Buch haben die hier gestaltet mit 4 LPs, noch ein Remix-Album. Das bin ich jetzt gerade aktuell am Hören. Und was war noch? Und natürlich die gute Creator-Box. Als Essener supportet man ja die ganzen Essener-Bands und habe ich leider heute wieder zurückgeschickt, weil überall so Split-Themes drin waren und ich bin übelst pingelig bei meinen Platten. Okay. Und
Genau. Und bei dir, Adrian? Also, ich kann jetzt nicht... Dann lacht er wieder. Also, nachdem du jetzt so ausführlich über Indie, die Geschichte des Indies dargeboten hast, und ich muss zur Ehrenrettung unseres Gastes sagen, ich habe auch jetzt weite Teile nicht folgen können. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe Indie gehört bis 2005 und danach gar nicht mehr. Habe ich verstanden. Okay, danke. Ach, so kleine Spitzen müssen sein. Nee, was habe ich gehört? Ich habe tatsächlich genau die andere Richtung gehört. Ich habe letzte Woche zum Beispiel das neue Album gehört von Last Days of Humanity, Horrific Compositions for Decompensation. Und ja, am Freitag habe ich wieder ein Review geschrieben bei Tod gehört über Inception of Eternity, Last Exit to the Past. Das ist eher so Gothic Rock, war auch ganz nett. Okay. Und ja, und ansonsten habe ich mich hier auf den Podcast gut vorbereitet und ein bisschen Harakiri von The Sky gehört. Angeber. Auch das neue Album ist von der Länge her ja, das reicht ja auch für eine Woche. Ja, das ist ganz akzeptabel. Ja, Platz 4 in den Charts hier in Deutschland. Ich weiß jetzt leider nicht die anderen Chartplatzierungen wie in Österreich oder auch sonstige internationale Länder. Weißt du das zufällig? Ich glaube irgendwas mit 30 war es, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich kümmere mich um solche Sachen eigentlich recht wenig. Mal das mit dem Platz 4 war schon irgendwie nett zu hören, aber keine Ahnung. Ich kümmere mich da nicht wirklich drum. Ist halt aber, glaube ich, praktisch, weil man halt durch solche Sachen halt oft dann auf Festivals und so spätere Slots bekommt. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon alles, was man davon hat. Ja, also das war auch immer so eine Sache, die wir halt so diskutiert haben, auch mit, also wie sagt Adrian mit Tod gehört oder ich bei Moshpit Passion mit Bands, so ja, ob das noch heutzutage so relevant ist, weil die Plattenverkäufe sind ja nicht mehr so wie vor 15, 20 Jahren, sagen viele so eigentlich nee, aber halt für sowas ist es gut, ne, für Festivals, du hast halt eine ganz andere Ausgangsposition und so am Ende des Tages, je nachdem auf was für ein Label man ist und wie groß die Band ist oder auch wie die Kosten sind, wird dann gesagt so, ey, wir sind froh, wenn wir halt die Produktion irgendwie reinbekommen, machen plus minus null, plus dann was weiß ich nicht, können uns dann von den Geld einen Nightliner leihen für, was weiß ich nicht, 2 Wochen Tour, wenn das bestenfalls rumkommt und ja, auf jeden Fall immerhin ist das für die heutige Zeit ein Erfolg, so, ne, das möchte ich auch hier nicht irgendwie unterm Tisch kehren, das müssen, sage ich immer, Bands erstmal schaffen, überhaupt zu charten und dann auch so hoch, also ich sag mal so, Sodom, die sind kurz vor Weihnachten auf Platz 8, 9 oder irgendwie 10 irgendwie sowas geschartet. Aber auch S-Fix waren in den Top 5. Ja, genau, aber S-Fix, ne, also gerade für den Metal-Bereich, das ist top. Okay. Also wir schauen da schon so ein bisschen drauf und freuen uns natürlich, weil gerade hier in Deutschland halt Hip-Hop überdimensional, wie soll ich das sagen, penetrant, dominant ist. Und auch mit so Downloads und Streamen, das ist immer sehr, sehr schön, wenn die Metal-Community dann streamt oder die physischen Tonträger holt und dann sieht man so plöpp, ja, wird gewertet für die Charts und dann mega geil. Ja, eben, das ist schon cool, dass die Leute auch wirklich heute auch noch Metal hören. Weil mich wundert so ein bisschen bei so Bands wie S-Fix, weil ich kenne fast keine Leute, die modernen Trash-Metal hören. Eben da, also da kenne ich mehr Leute, die Sodom einfach aus Prinzip gekauft hätten, weil es eben eine Kultband ist und weil die schon seit Teenager-Tagen hören. Mhm. Aber sonst bin ich da generell recht, wie soll ich sagen, unwissend. Ich werde auch oft gefragt, wie so die Metal-Szene in Österreich aussieht und hin und her. Und ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich mit unterschiedlichsten Leuten unterwegs bin, die alle eigentlich nicht irgendeiner Szene speziell angehören. Ich kann dir nur sagen, dass man in Wien ziemlich schweren Schlagzeuger findet, weil die alle schon in 50 anderen Bands spielen. Aber das war es dann halt auch schon. Ja. Ja, das stimmt schon. Mit Österreich und so die Musikszene. Das wundert mich auch immer eigentlich, ne? Sag ich mal, ist es natürlich ein kleineres, also jetzt flächenmäßiges Land. Vielleicht jetzt zu Deutschland kann man jetzt nicht vergleichen. Einwohner halt. Ja, genau. Ja, so, ne? Ein Zehntel von Deutschland, hätte ich jetzt mal gesagt. Und da denkt man immer so, ja, wieso, das ist doch viel kleiner, die müssten sich ja alle irgendwie untereinander kennen. Nee, das ist
ist auch ein bisschen eher so. Das stimmt schon. Man kennt dann schon wieder einen Haufen Leute aus Tirol oder aus Oberösterreich oder was auch immer. Aber es ist halt doch alles relativ lokal, weil wenn du jetzt so ein paar einzelne mittelgroße Festivals, sage ich jetzt mal, mit so 1.500 Leuten oder so hast, dann sieht man da halt auch meistens die ähnlichen Gesichter, spielen Bands gemeinsam, die schon vor 8 Jahren oder so gemeinsam gespielt haben auf einem anderen Festival und sich halt vom Sehen her kennen und dann gemeinsam ein Bier trinken und hin und her. Also das stimmt schon dadurch, dass alles nicht so weitflächig verteilt ist. Aber man muss halt trotzdem viel auf Konzerte gehen und viel, wie sagt man dazu, da gibt es ein Wort dafür. So ja, Mundpropaganda Networking. Machen? Ja, Networking. Genau, viel Networking, genau nach dem Wort habe ich gesucht. Generell viel Networking machen, damit man halt dann wirklich die meisten Leute kennt. So, also aus meiner Position heraus kennt man halt vor allem andere Bands, die es halt ähnlich lange gibt oder so, weil man sich halt schon, was weiß ich, wie oft irgendwelche 19 Uhr Support-Slots geteilt hat. Und ja, das geht in Österreich sicher leichter. Ja, was ich auch generell sagen muss, ist, euch gibt's ja jetzt tatsächlich auch schon 10 Jahre, das ist ja auch schon eine ganze Weile. Und ich find's schon beeindruckend, dass das so ein stetiges Bergauf bei euch war. Also es wurde immer mehr. Also ihr war nicht nur das, ich meine, klar, Anfang der 2010er gab's viele, die diesen atmosphärischen, auch Post-Black Metal gemacht haben. Aber ihr seid sicherlich eine der Bands, die sozusagen auch diese Welle und dieses Abflauen des Anführungsstrichen Hypes in der Black Metal-Szene auch so ein bisschen da überlebt habt. Was würdet ihr denn da so sagen? Was ist da so der, gebt ihr da irgendwas auf Trends oder habt ihr euch gedacht, so, wir ziehen unser Ding eigentlich immer konsequent einfach nur durch? Ich glaube, dass das sogar vielleicht ein bisschen unser Glück war, damit, dass wir uns nie Gedanken drüber gemacht haben, ob wir so oder so klingen wollen, oder absichtlich in irgendeine Richtung eingetaucht sind, sondern das hat sich alles immer halt von uns selber ergeben. Und ich glaube, was halt auch mitspielt, ist, wie wir am Anfang schon hatten, das mit dem Musikgeschmack, weil halt Matthias und ich halt doch sehr diverses Zeug hören. Wir hören zwar viel, dass wir das beide gut finden, aber dann hören wir halt wieder einige Sachen, so wie du hast vorher Deftones erwähnt. Da bin ich halt nach der White Pony, also wie die halt softer geworden sind, halt nicht mehr so richtig reingekippt. Aber Matthias steht halt eben vor allem auf das ganze neue Zeug und so. Und auch ich finde auch, dass der Grunge-Einfluss so à la Alice in Chains und hin und her immer etwas eindeutiger geworden ist, vor allem auf Meere jetzt. Und ja, Shoegaze ist bei uns auch so Bands wie Nothing oder so ziemlich, das finden wir auch beide ziemlich gut. Und ich glaube, das mixt sich dann halt dann so zusammen mit den alten Einflüssen. Früher war das halt viel eben so die ersten Post-Black-Metal-Bands, was weiß ich, so wie Heretor oder was haben wir da nur noch gehört die ganze Zeit, Landloss, Woods of Desolation, Alcest natürlich, Alcest noch immer rauf und runter. Ah ja, das habe ich vorher vergessen. Also die aktuelle Alcest, die höre ich eigentlich auch fast jeden Tag. Oh ja, die ist auch sehr, sehr gut. Vor allem die ersten zwei Songs, die feiere ich so richtig. Und da eben, und das waren halt am Anfang so unsere Einflüsse. Ich habe, glaube ich, so Ende 2007 oder so zum Post-Rock hören begonnen oder vielleicht schon ein bisschen früher. Das lief irgendwie über dieses komische Last FM damals. So, ja, genau. Ah, stimmt. Desto post-rockiger der Black Metal, den du gehört hast, geworden ist, desto eher hat es dir irgendwelche Post-Rock-Bands empfohlen. Und ja, ich glaube, das war sogar schon 2006 oder so. Und da kam ich dann auf so Bands wie Explosions in the Sky oder This Will Destroy You, die mir halt auch nach wie vor immer noch sehr, sehr zusagen. Meine Lieblingsband von all denen war eigentlich immer If These Trees Could Talk. Die waren eigentlich auch die härteste Band von denen, hätte ich jetzt gesagt. Und ich war ab diesem Zeitpunkt war mein Ziel, Musik, die ähnlich wie If These Trees Could Talk klingt, mit Schreigesang eben zu machen. Und
Hab dann aber ein paar Jahre gebraucht, keine Ahnung, die erste Karg von meiner anderen Band, die war vielleicht 2014 schon ein bisschen postrockig, davor war das dann doch eher noch was anderes. Aber mit Matthias zusammen und mit Harakiri hat sich das eben dann irgendwie automatisch ergeben, dass das Postrock-Zeug mit, obwohl ich jetzt sage mal, die erste ist noch mehr im Depressive Black Metal als im Post-Black Metal verankert, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber dann ging es halt immer weiter in diese Richtung. Und ja, da bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem, wie das jetzt alles geworden ist, weil eigentlich bin ich dem, was ich mir vor 10 Jahren vorgenommen habe, relativ nahe gekommen, hätte ich jetzt mal gesagt, mit If This Feels Good Talk und Schreigesang. Ja, jetzt kommen wir mal zurück zum Schreigesang, wo du es gerade sagst. Wir haben jetzt, hast du schon relativ erzählt, was so deine Einflüsse gerade für das Post-Rockige oder auch die Shoegaze-Elemente waren. Was sind denn so hauptsächlich deine, ja, harten Einflüsse oder auch deine Black-Metal-Einflüsse, die Harakiri mit am meisten beeinflusst haben? Boah, ich war ein extremer Black-Metal-Fanatiker, so von 2003 weg bis ich zum Postrock hören angefangen habe. Ich glaube, unter normalen Voraussetzungen, wenn ich nicht gerade ein paar Probleme habe, wie jetzt gerade, höre ich auch nach wie vor sicher 50% Black-Metal oder so. Und da war schon viel dabei. Natürlich war das ganze Kult-Zeug dabei, wie Dark Throne und Burzum und das ganze Zeug. Und ich bin dann aber ziemlich schnell immer tiefer in den Underground hineingekippt. Und hab dann auch, also ganz wichtig für mich war Nocte und Dornenreich. Also, okay. Da hat mir das auch mit dem poetischen deutschen Texten halt sehr viel gesagt. Und was habe ich da noch sehr viel gehört? Nehema, weiß nicht, ob man die noch so wirklich kennt heute. Das war so eine französische Black Metal Band. Und dann halt so Sachen wie Nyctalgia und Austere, die dann eh schon ein bisschen in das ganze Depressive Ding reingegangen sind. Das war dann so die letzte große Welle für mich persönlich, wo ich mich so richtig reingehängt habe in das ganze Australien-Zeug und so. Mhm. Und ja, dann kam halt irgendwie, mag genauso, oder Samyaning und Abigo, aber da kommt man als Österreicher sowieso nicht dran herum, dass man das Zeug hört. Ja, und dann habe ich irgendwie meine Liebe zum Hardcore parallel zum Postrock wiederentdeckt. Mhm. Weil so bin ich eigentlich in das ganze Geschehen eingestiegen, also über so Bands wie Black Flag, Misfits, dann halt Nirvana und so, aber dieses Hardcore-Ding war halt immer präsent, nur halt ein paar Jahre ein bisschen weniger. Und dann gab es da jetzt so einige Bands wie Defeater, Touché Amore und Modern Life is War und so, die dann ein bisschen, oder Gold Kids aus Italien, die dann ein bisschen modernere, melodischere Version von dem Ganzen gespielt haben. Und ja, dann war halt das ein paar Jahre ziemlich wichtig. Und ja, das war, und dann ist es bei mir jetzt halt so ein ständiges Auf und Ab. Komischerweise höre ich meistens im Sommer und so relativ viel Black Metal und dafür im Winter eher ruhigeres Zeug. Frag mich nicht warum, aber das frage ich mich selbst schon seit 15 Jahren oder so, was da falsch läuft. Ja, also das sind eigentlich, ich hatte natürlich auch andere harte Einflüsse. Also kurz bevor ich Black Metal gehört habe, war das halt Slayer und Sepultura und die Band Death, wo ich halt, weil was nach wie vor die einzige Death Metal Band ist, die ich höre, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass Death wirklich Death Metal ist. Aber ja. Na eben, alles quer durch Ding, auch natürlich ein bisschen Sodom, Destruction und Creator, aber halt jetzt nicht so von Creator, ja, obwohl Creator habe ich schon recht viel gehört, also so Violent Revolution kam, glaube ich, gerade raus, wie ich meine erste große Metal-Phase gehabt habe. Und dann halt die Alben davor, Coma of Souls war für mich immer ziemlich, ziemlich wichtig. Souls, ich bin auch ein Idiot. Ja. Der Breite gefächert auf jeden Fall, ne? Also von traditionellen Metal, Fresh Metal, Hardcore und du hast ja auch noch in, also zu den Anfängen hast du ja noch in Hardcore-Bands gespielt, das habe ich rausgefunden. Klar. Und hast aktuell Harakiri for the Sky und Karg. Ja.
deine zweite Band, hast da habe ich gesehen, mit einer, so also eine Split-Veröffentlichung mit, oh, irgendwas mit Schatten. Das ist so eine. Schattenlicht, ja. Genau, Schattenlicht rausgebracht. Bist auf jeden Fall da noch sehr umtriebig, um es mal so zu sagen. Und was meine Frage, ja? Oh, ich wollte nur ganz kurz einhaken. Okay. Weil es gerade so gut passt, weil mir ist heute, als ich das Album jetzt nochmal zum zweiten, dritten Mal gehört habe, habe ich mir auch gedacht, so, das könnte auch ein Post-Hardcore-Album sein, wenn man gewisse Riffs oder gewisse Drumming-Sachen austauscht. Immer öfter, komischerweise. Aber ja, mag vielleicht sein. Ich glaube, dass mein Gesang auch unabsichtlich ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Ich hatte das nie vor, aber meine Stimme ist irgendwie halt doch um einiges tiefer geworden, seit Aokigahara oder seit, sagen wir, in den letzten 5 Jahren. Und ich komme zwar für kurze, hohe Schreie noch rauf, aber ich könnte jetzt nicht mehr, glaube ich, 2 Zeilen so hoch durchkrächzen. Genau. So. Ah, okay. Es ist halt leider irgendwie mit dem Alter passiert. Ich weiß auch nicht. Ich finde sowas cool, wenn halt sowas dann passiert, weil Leute, die hören das und denken so, okay, das gefällt mir. Und dann kommen die immer auf andere Bands. Ne? Das ist so eine Verästelung. Dann sagen dann, okay, das ist ja schon so die Richtung. Was gibt's denn da noch? Die recherchieren dann. Ne? Wir hatten früher Last.fm, das war dann bei mir auch so. Dann wurde immer angezeigt, die Band klingt so wie ... oder das Album klingt wie ... und dann kommst du dann irgendwie bei, sag ich jetzt mal, Biohazard, Urban Discipline irgendwann raus oder Knastic Front. Sorry, genau. Aber ich habe dich eben unterbrochen. Was wolltest du denn fragen, Kaio? Mit den Hardcore-Bands, weil du sagtest ja, du hast ja im Sommer mehr so die Black-Metal-Phase und dann im Winter so mehr so die Hardcore-Rock-Phase. Ja, warum du nicht dann einfach so gesagt hättest, hey, ich mache einfach eine zweite Band und das ist dann eine Hardcore-Band und nicht noch einen Anführungszeichen Black-Metal-Band? Das hätte ich mit Seagrave sogar probiert, aber es ist irgendwie wieder das Gleiche rausgekommen. Ich weiß auch nicht. Es ist halt doch wieder Post-Black-Metal geworden und nicht Blackhead Hardcore oder wie ich geplant hatte. Irgendwie, ja, ich weiß, mir wird dann auch immer gesagt, ja, das hättest du auch aus Kargplatte rausbringen können. Aber ich hatte da so viele englische Texte übrig zu der Zeit und hin und her. Dann habe ich dann halt wieder ein neues Solo-Projekt gemacht. Und ja, und jetzt halt mein bester Kumpel hat auch eine Band, also Lys. Da habe ich halt jetzt auch den Bass eingespielt für das aktuelle Album und halt bei jedem Song etwas Guest Vocals gemacht und hin und her. Das geht aber dafür wirklich ein bisschen in eine andere Richtung. Also es ist zwar auch Post-Black-Metal drin und Grunge und hin und her, aber da hört man sofort, dass jemand anderer für die Musik verantwortlich ist, als wenn ich dahinter stünden würde. Ich finde das sowieso sehr, sehr spannend, weil wir haben irgendwie in den letzten Jahren oder ich sag mal so über die letzten 10 Jahre immer mehr Bands gesehen, die diese Mixtur machen aus Hardcore, Post-Hardcore, Sludge und Black Metal. Das hätte man sich, keine Ahnung, was vor Anfang der 2000er noch gar nicht träumen lassen, dass Black Metal sich mit diesen Richtungen mischt. Was glaubst du, woran liegt das? Wieso sind auf einmal solche Sachen entstanden, die vorher nicht vereinbar waren? Ich glaube ganz ehrlich, dass die jungen Leute heute einfach aufgeschlossener sind. Und dass eben so Sachen wie Szene denken und so immer mehr obsolet wird. Weil man merkt es ja auch zum Beispiel, ich bin halt unter normalen Umständen viel auf so DIY-Shows gegangen in so, bei uns sind das keine Jugendzentren, aber aus Deutschland kennt man das am ehesten so, diese ganzen Jutz und hin und her. Und bei uns sind es halt eher so besetzte Häuser und Ding und alles ein bisschen abgefuckter und mehr in Richtung Punk und hin und her. Und vor ein paar Jahren hat das dann auch irgendwie angefangen, ich glaube so 14, 15 herum oder so, dass halt dann wirklich, da hat ein Singing-Songwriter mit einer Black-Metal-Band und mit einer Indie-Band gespielt, dann vielleicht noch irgendwas Post-Rockiges dabei oder so. Und irgendwie kommt mir vor, dass das immer mehr egal wurde, dass man, also wie ich zum Metal angefangen, hören angefangen habe, da war ich eher so allein auf weiter Flur mit den anderen Metal-Fans, dass ich auch andere Sachen gehört habe. Mhm. Und man, natürlich, die sind dann auch irgendwann weltoffener oder musikalisch halt offener geworden mit den 20er Jahren und hin und her. Aber ich glaube halt einfach, dass das bei den jungen Leuten heute schon sehr früh anfängt, dass sie unterschiedliche Musik hören, weil es auch, glaube ich, es ist nicht mehr so uncool, die Musik der Eltern zu hören, weil die Musik der Eltern mittlerweile Nirvana oder Metallica ist oder wie auch immer. Bei heute 16-Jährigen oder 20-Jährigen.
Und ja, ich glaube, das hat halt viel, viel, viel auch damit zu tun. Und in der Schule bekommen sie wieder von ihren Freunden irgendwelche anderen Einflüsse. Und die brauen sich dann halt alle ihr Süppchen zusammen. Deswegen wundert es mich auch gar nicht, weil das passt jetzt vielleicht nicht ganz hinein, dass so ein Typ wie Post Malone, der irgendwelche komische Art von Rap, Mumble Rap macht, auf der anderen Seite aber super, super, super gut zusammen mit dem Blink-Schlagzeuger Nirvana covert. Ja. Dass da halt doch, eben, das meine ich mit den jüngeren Leuten, dass halt einfach von unterschiedlichsten Seiten die Einflüsse zugelassen werden und ja. Ja, man denkt ja nur an die Kollaboration von Post Malone und Ozzy Osbourne. Ja. Ah ja, da war ja auch was. Ja. War ich nicht der größte Fan von. Nee, ja. Nachhinein. Er hatte schon mal stärkere Momente, der Ozzy. Ja, der hat von ein paar Tagen schon wieder ein super Video geschaltet, wo ich glaube Sharon hat, ich weiß nicht genau, wie es war, ich glaube, seine Frau hat den Song Crazy Train oder die Rechte oder so in irgendeine Autofirma oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Wahrheit sage, aber irgend sowas in die Richtung war es, verscherbelt. Die haben da Techno-Beats drüber gelegt und sie haben seine Reaktion gefilmt, also Ossis Reaktion, als er das erste Mal zu hören bekommen hat. Und das war halt genauso, wie du dir das vorstellst. Er hat kein Wort gesagt, ich habe die ganze Zeit mit irgendwas, what the fuck, oder irgendwas gerechnet. Er ist nur mit offenem Mund, Haaren im Gesicht, da gesessen und hat den Kopf geschüttelt. So. Ja, ich glaube, glaub, mittlerweile wird es schon langsam bei ihm auch eng, also mit den Gehirnzellen und hin und her. Ich glaube, da ist jetzt dann auch bald Ende Gelände. Also hat eh lange durchgehalten, muss man. Ja, das stimmt. Sagen. Aber jetzt glaube ich, ist dann bald mal vorbei. Das kann gut sein. Man sagen, bei Ozzy, also ich glaube, das ist das ganze Geschäftliche in den letzten Jahren, ich glaube, das kann man besser gesagt, da muss man muss man wissen, worauf man sich einlässt. Beste Beispiel ist, ich habe mir letztes Jahr, als die Platte rauskam, gab es ein Angebot im offiziellen Online-Store, Ozzy Osbourne, ja, neues Album. Signiertes Album, handsigniert. Ich denke so, boah, geil. Hab direkt mal drei oder vier Stück gekauft und dann kamen die hier an und dann gucke ich auf Reddit und dann ging so richtig die Post ab, dass die Dinger gefaked sind. Also nicht gefaked sind, und zwar hat die so einen Penmaker, also so ein Roboterarm mit einem Stift drin, haben die ganzen Autogramme gemacht. Ich dachte so, das ist doch nicht wahr. Und dann haben die ganzen Leute das da so analysiert auf Reddit und dann kam meine an und ich dachte so, ach du Scheiße, ja, das ist ein Ozzy Osbourne Autogramm, jedoch von so ein Penmaker unterzeichnet. Ach Gott. Ja. Jetzt hast du mir aber schön die Überleitung kaputt gemacht, weil ich wollte gerade sagen, weil ja Ozzy Osbourne reagiert hat auf diesen Remix von seinem Song. Mich würde mal interessieren, wie Placebo auf euer Cover reagieren würden von Song to Say Goodbye. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr das gecovert habt? Also soweit ich weiß, muss man da ja sowieso ein gewisse, es ist glaube ich nicht viel oder so, aber ich glaube das Label und der Vertrieb zahlen da schon eine kleine Summe an, wie sagt man da, Urheberrechten und Ding halt. Genau. Also die dürften das schon mitbekommen haben, dass wir das gecovert haben, soweit ich das weiß. Ja, wie wir dazu gekommen sind, wir haben schon mit dem ersten Album halt so die Firmenpolitik eingeführt bei uns. Also wenn wir einen Song covern für einen Bonustrack, für eine Platte oder so irgendetwas, dann wird das halt kaum Transylvanian Hunger oder Death Crush sein oder irgend so etwas. Wäre auch spannend, wie ihr das machen würdet. Ja, aber eben das haben wir einfach schon von vorhinein ausgemacht, dass wir da, wenn dann halt ein genrefremdes Stück verwenden. Da haben wir uns dann nicht genau spezifiziert, ob jetzt Indie oder Singing-Songwriter oder meinetwegen sogar Hardcore oder so, weil Matthias da auch mittlerweile ein bisschen hineingekippt ist. Aber es durfte halt kein Black Metal sein. Und Matthias ist halt ein riesen Placebo-Fan, vor allem die Metz, wo eben das Stück drauf ist. Die hat er schon seit 10 Jahren durchgehend am Teller, oder wie ich sagen soll. Und ja, konnte sich halt dann schwer entscheiden, welchen Song wir davon nehmen. Und ich habe halt den größten Bezug zu Song to Say Goodbye. Ihm gefallen alle wieder gleich gut, aber für mich war das halt so damals, das glaube ich war der Sommer vorm Abi oder so. Ich glaube 2006. Da bin ich ausgezogen zu Hause und weißt du, Aufbruchstimmung und all das generell
okay, ich habe immer noch eine Sturm- und Drangphase, aber damals war es halt so richtig krass, wollte halt jeden Tag was erleben, immer raus, und da war Song to Say Goodbye halt ein wichtiger Song für mich und habe mich auch mit dem Video ziemlich beeinflusst. Und ich hätte jetzt mal gesagt, allein schon vom Text her und vom Titel her könnte es jetzt durchaus auch ein Harakiri-Song sein. Und deswegen haben wir uns dann auf den geeinigt und ich bin eigentlich echt stolz drauf, dass wir den so gut hinbekommen haben. Wie ist das eigentlich mit den Rechten an den Songs? Weil ihr habt gesagt, der Vertrieb zahlt etwas. Ist das nicht so geregelt, dass man also die eine Anfrage stellen muss und man muss euch das erst freigeben? Oder wie ist das rechtlich? Oder weißt du das zufällig? Ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist. Und ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie wirklich Gedanken gemacht, was war denn das? Es Marque Placebo war sicher die größte Band von denen, die wir gecovert haben. Weil Case Choice ist jetzt nicht so. Ja. Und sagt mir nichts. Das sind quasi die belgischen Cranberries, habe ich mir sagen lassen. Ah, okay. Die hatten wir auf dem ersten Cover und Manifesto ist jetzt auch von den Graveyard Lovers. Graveyard Lovers ist jetzt bis auf dass die irgendwann mal in irgendeiner bekannten amerikanischen Serie, so ähnlich wie Modest Mouse oder so, einen kurzen Auftritt hatten. Sind die jetzt auch nicht wirklich bekannt. Ich weiß jetzt gar nicht. Ist halt, glaube ich, immer auch schwierig, wenn das irgendwie so kontinental übergreifend ist oder so. Ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, wenn du das jetzt von einer amerikanischen Band, weil so Steuern und hin und her ja doch wieder komplett was anderes ist. Ist ja sogar schon zwischen Österreich und Deutschland nicht dasselbe. Steuerlich. Aber eben, ich glaube, das hat unser Vertrieb geregelt oder so. Ich kann da leider echt nicht viel dazu sagen. Ja. Ich stelle mir das gerade so vor, wie ihr sagt so, okay, wir haben uns ausgesucht, was wir diesmal covern wollen, Placebo, das und das, macht's möglich. Und die denken sich nur so, ach du Schande, jemand von dem Major-Label. Oh Gott, wie soll das so werden? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so schwierig ist. Ich glaube, das sind schon alles auch so Bands, die das eigentlich auch irgendwie geil finden. Wenn sowas passiert, vor allem wenn das ein komplett genrefremdes Ding ist. Ich weiß jetzt auch nicht, keine Ahnung, zum Beispiel Tau, diese Sludge-Band aus Louisiana, die haben jetzt zum Beispiel ein ganzes Nirvana-Album gecovert. Also nicht kein ganzes Nirvana-Album, sondern ein ganzes Album, wo nur Nirvana-Songs drauf sind, aus allen möglichen Schaffensperioden. Ich glaube sicher 24 Songs oder so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Die habe ich nämlich auch viel gehört in letzter Zeit. Ich glaube, wenn die das hinbekommen, dass die 24 Nirvana-Songs am Stück covern können und das mit einer Gurke wie Courtney Love ausdiskutieren müssen, dann glaube ich, dass das mit dem einen Placebo-Song ist. Das stimmt allerdings. Das ist genial. Das Geile ist, ich habe heute noch eine Nirvana-Doku zu Teilen angefangen zu schauen. Ist eine mega geile Doku, kann ich auch nur den Leuten da draußen empfehlen. Warte mal, ich muss mal kurz zu meinem Regal gehen, das ist vor mir. Kurt Cobain, Tod einer Ikone. Das ist halb Doku, halb Film. Also da ist der Privatdetektiv, der das damals betreut hat, diese Aufklärung, nachdem er verschwunden war, hat sich mit einem Filmteam zusammengetan und hat dann tatsächlich seine Aufnahmen, die er jedes Mal gemacht hat, von den Gesprächen mitgebracht. Und dann laufen die ganzen Aufnahmen von diesen Bändern ab und du siehst dann gleichzeitig die Szene. Ich sag mal, die unterhalten sich mit Courtney Love im Hotel und dann siehst du da Courtney Love im Hotel und das ist so lippensynchron, ist dann so nachgestellt. Oder auch hier, ich weiß nicht, ob ihr die Band Earth kennt, die auf Southern Lord drauf ist. Da ist ja der Dylan Carson, das ist ja da der Kopf hinter der Band und bester Freund von Kurt Cobain, der ihn auch die Knarre besorgt hat, wo er sich das Gehirn weggeballert hat. Der wird ja so als richtiger Junkie dargestellt, wo ich mir dachte so, oh, das ist schon heftig. Das habe ich schon mal gesehen, wo er die ganzen Pickel im Gesicht hat und komplett schlecht aussieht, oder? Ja. Und ja, da gibt's... Ich bin mir auch sicher, dass Dylan Carson, ich glaube schon, dass die wirklich beste Freunde waren und so, aber ich glaube, dass der auch ein paar Sachen weiß, die er noch niemandem erzählt hat und die er vielleicht irgendwann auf seinem Sterbebett preisgibt. Ja, weil, also der sieht.
Naja, er war ja auch irgendwie in diesen Tagen mit Kurt und mit dem dritten Typen zusammen. Und die sind ja da irgendwie wahnwitzig über irgendwelche Zäune oder was auch ich, immer geklettert. Ja. Vielleicht auch, dass niemand sieht, dass sie dort sind und ihn heimlich besuchen, weil er wollte ja wahrscheinlich nicht, dass man weiß, dass er da ist. Aber ja, sind halt ein paar komische Zufälle, wo ich mir sicher bin, dass er da vielleicht auch ein bisschen mehr mitbekommen hat, als er also zugegeben hat bis jetzt. Also da, wie gesagt, ich kann da nur die Dokumentation empfehlen, die lässt auch vieles offen, erklärt auch einiges, wo du dir denkst so, ui, 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 Courtney Love, du kommst da nicht wirklich gut weg, weil... Ich komm nie gut weg. Obwohl, das eine oder andere Solo-Album, also das feiere ich, also das muss ich dazu sagen. Ja, ich habe jetzt auch kein Problem mit Hole generell, aber erstens bin ich mir nicht sicher, ob das meiste davon nicht sowieso, das hat jetzt nicht mit Frau, nichts mit Frau Mann zu tun oder so, sondern dass ich sie generell einfach für nicht wahnsinnig talentiert halte. Und ich halt schon der Meinung bin, dass viele von den Texten entweder von Billy Corgan oder Kurt Cobain kamen und sicher auch viele von den Riffs. Was jetzt nicht heißt, dass ich mir eben ein paar Hole-Songs nicht auch immer mal wieder anhöre. Eben so Violet oder so halt echt ein fetziger Song ist. Aber ich halte Courtney Love selbst halt für dezent überbewertet. Und die hat sicher nicht wenig zu seinen Depressionen beigetragen, würde ich mal sagen. Nee, das stimmt. Sicherlich nicht. Ich glaube, da müssen wir nochmal so einen extra Podcast machen mit, weiß ich nicht, die Sache in Rom und dass er sich scheiden wollte und was weiß wir ich machen nicht. Machen einen True Crime Podcast. Ja, wir nehmen den Film, so ein Reaction Video machen wir. Der Film geht, weiß ich nicht, 2 Stunden, dann machen wir aus 4 Stunden und analysieren jede Szene. Oh ja, genau. Das hat darauf haben die Leute Lust. 4 Stunden. Kommen wir mal zurück auf Harakiri. Und ich würde gerne mal nochmal fragen, gibt's bei dem neuen Album, ich meine, das ist ja jetzt wirklich, sind ja wirklich viele Songs drauf, oder auch lange Songs vor allen Dingen, gibt's da ein verbindendes Element dazwischen, oder du meinst sind das Konzept? Ja. Na, jetzt nicht wirklich. Also es behandelt jeder Song im Prinzip ein eigenes Thema. Natürlich gibt's diverse Zusammenhänge. Irgendwie bekomme ich es einfach nicht auf die Reihe, dass ich seit meinem 16. Lebensjahr oder so über irgendwas anderes schreibe, wie Entfremdung oder zerbrochene Beziehungen. Dann diese ganzen, suchtrelevanten Dinge und halt das ganze depressive Zeug halt. Ich komme da irgendwie nicht ganz weg davon, obwohl ich wo ein bisschen aufgelockert habe ich das, glaube ich, jetzt mittlerweile schon mit den letzten 2 Alben, weil es halt doch auch ein paar, blumigere Metaphern oder wie ich sagen soll, drinnen sind, die man nicht sofort ohne den restlichen Zusammenhang wirklich in eine Richtung deuten kann. Aber nein, es ist eigentlich jeder Song steht eigentlich für sich allein und hat auch entfernt eine eigene Thematik, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Das trifft sich eigentlich sehr, sehr gut, bevor wir jetzt gerade nochmal auf das Album zu sprechen kommen. Und zwar ist das so ein Themenfeld, was ich gerne nochmal hier aufarbeiten würde, weil wir haben uns unter anderem bei Moshpit Passion, ich will nicht sagen Shitstorm, eingehandelt. Auf jeden Fall sind die Leute, als ich gefragt habe, ihr habt ja Fragen an der Band, haben uns das massenweise geschrieben, stellenweise sogar Bands, mit denen ihr zusammen getourt habt. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, weil ich habe es am Anfang mitbekommen und es ist noch momentan, ja, wie soll ich das sagen, sehr viel Unklaren bei dem Thema, und zwar ist halt diese Zusammenarbeit mit der Audrey Sylvain. Ich weiß schon, was geht. Ich habe eine halbe Minute gewusst, um was es geht. weil halt die Sache ist, es gibt halt vieles Unwissen und ja, wo ich sage, ich, so, nee, ich, ja, wo ich, wo ich, nicht, warum die wo Leute ich, immer noch im Unwissen sind. Nachdem wir es in 1000 Interviews beantwortet haben, teilweise im aktuellen Slam Music Magazin zum Beispiel, ist ein 9-seitiges Interview drinnen, wo es fast 3 Seiten um diesen Scheiß geht. Im Dezibel Magazin, wo wir das Interview hatten, waren 8 von 16 Fragen nur um das. Und ich habe es wie im Kindergarten
eins zu eins zu alles eins nach dem anderen runtergerattert und Ding, damit es wirklich wirklich keine Diskussion mehr gibt, wo wir stehen. Das tut mir leid, ein großer Teil der Szene einfach schlichtweg mir manchmal zu blöd vorkommt, dass er einfach zuhört, wenn man sagt, es wurde in den und den und den Interviews und den Interviews ausreichend behandelt und immer noch sagen, na, wir wollen ein Statement haben, dann tut mir leid, ihr bekommt kein Statement, weil ich habe schon 17 Statements oder 30 Statements in 30 verschiedenen Interviews abgegeben. Und das muss wirklich reichen, weil wir generell haben uns diesen Fragen immer gestellt, wir sind dem Ganzen nicht ausgewichen, wir haben sofort reagiert, als wir diese ganzen komischen Fotos zugespielt bekommen haben, die man nicht so einfach durch Googlen findet. Vielleicht jetzt, das weiß ich nicht. Damals war es aber auf jeden Fall nicht so. Wir hatten nur Kontakt mit ihrem Künstler-Account. Das Ding ist halt einfach nur, sie wird nicht so blöd sein und auf ihrer Künstlerseite sowas posten. Da schneidet sie sich ja ins eigene Fleisch. Drum hat sie halt ein Privatprofil auf Facebook, und auf dem sie aber natürlich nicht Audrey Sylvain hieß, sondern irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Französisches halt, was halt man nicht findet, wenn man ihren Namen... Hitler. Ja, und sie hat uns erklärt, und ich sage es jetzt zum 100. Mal, sie hat uns was vorgespielt, sie ist ja auch, da könnt ihr auch ein paar andere Leute fragen, sie hat so getan, als wäre sie aus der Band ausgestiegen, also bei Peste Noire, und hat sich vor ihrem, von dem DJ Famine scheiden lassen, weil sie der Szene den Rücken zukehren möchte und quasi, ja, nochmal neu anfangen oder wie auch immer. Und im Endeffekt, jeder, der Humanist ist oder eher der linken Szene zuzuordnen, würde das unterstreichen, dass es bei solchen Leuten mehr Sinn macht, denen eine zweite Chance zu geben, um die resozialisieren und um nicht zu verantworten, dass die nach ein paar Monaten oder einem Jahr, wenn die keinen Rückhalt bekommen, erst recht wieder zu ihren alten Kumpels zurücklaufen. Und so ähnlich haben wir eben gedacht. Dann gab es auch diese Germ-Konzerte, also mit von der australischen Band, mit Dave von Heretor an der Gitarre, wo sie mit aufgetreten ist, weil Germ diesen Song mit ihr gemacht haben, Butterfly, über das wird nie geredet, das wird nur fest gepostet in jedem Post-Black-Metal-Forum und was auch immer. Aber ich weiß schon, es ist ein bisschen was anderes, ob das ein Australier macht oder ob das ein Österreicher oder ein Deutscher macht mit der Hintergrundgeschichte. Da brauchen wir noch mal kurz da rein zu grätschen. Also das hatten wir schon mal im Podcast letzte Woche, glaube ich, hatten wir schon mal besprochen und gesagt, so ey, wie gesagt, ne, es ist halt vieles im Argen. Wie gesagt, wir haben das aufgrund der Rückmeldung auch jetzt noch mal nachgefragt, dass die Leute das nicht... das heißt, also selber recherchieren. Also Metal.de habe ich ein Interview von dir gelesen, dann halt diese ganze Reddit-Sache mitbekommen, dass wir es einfach nur so zusammentragen. Aber wir haben auch so gesagt, so ey, wir finden das gut, dass Leute hingehen, egal was es ist, jemanden die Hand reichen und sagen, hör mal zu, du hast an irgendeiner Stelle deines Lebens, hast du mit missgebaut. Genau. Du bist offen, kommst zu uns und sagst, du hast damit nichts mehr zu tun. Wir finden das mega, wir finden das gut. Genau. Wir möchten dir diese zweite Chance möchten wir gerne ermöglichen. Das ist etwas, wo wir gesagt haben, als Basis so, ey, das ist mega, das ist super, da stehen wir zu 100% dahinter, und wie du es gerade erklärt hast, weil wenn du den Leuten nicht diese Plattform oder Möglichkeit gibst, dieser Reue oder Buße zu tun, dann gehen die wieder zurück, weil die sich sagen, hört mal zu, was soll ich denn jetzt hier bei denen, wo es mir leid tut, bei denen ich mich erkläre, da wäre ich nicht akzeptiert, da gehe ich doch lieber zu den Leuten zurück, die mich akzeptiert haben, wie ich bin, auch wenn es halt nicht der richtige Weg ist, aber da bin ich irgendwo irgendwer. Ja, das ist ja in der Corona gerade auch das Thema. Und wenn wir jetzt, keine Ahnung, in Wien, in Deutschland wahrscheinlich auch, in Wien gibt's einen Haufen Syrien-Heimkehrer, irgendwelche 20-Jährigen, die für den IS kämpfen wollten, wenn ich denen jetzt allen sage, sie sollen sich ins Knie ficken und sich, keine Ahnung, wo ihre Vorfahren herkamen oder so, zurückverpissen, dann bringt mir das genau gar nichts. Weil dann habe ich höchstens wieder irgendwo irgendeinen Anschlag oder sonst irgendwas. Aber man muss halt schauen, dass man diese Ticketen, Zeitbomben oder so, wie ich jetzt das nennen soll, irgendwie entschärft. Und das bekommt man halt nur auf dem sozialen Weg hin und nicht, indem man sie ausgrenzt, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ich habe dazu eine Frage. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Zeitung, die Printzeitung von euch gelesen. Ne? Tut mir leid, auch wenn du es da beantwortet haben solltest. Ne? Da werde ich das natürlich nochmal nachrecherchieren. Ich habe nochmal eine Frage. Für die Leute, denen es immer noch nicht reicht, bitte kauft euch das neue Slam. Das kostet nicht mal 6 Euro in Deutschland. Ja. Da stehen 9 Seiten drinnen, wo wir alles erklären und wo es echt keine Zweifel mehr an irgendetwas gibt. Ich habe mein Leben lang in Punk- und Hardcore-Bands gespielt, eher auf DIY-Shows. Ich muss mich eigentlich gar nicht rechtfertigen vor irgendwie, ob ich zu wenig oder zu viel links bin oder was auch immer. Ich weiß, wo ich stehe, wo ich immer schon stand. Und deswegen, ja, schade, dass das Thema immer noch so präsent ist für das, dass wir eigentlich nur probiert haben, da jemandem eine zweite Chance zu geben, die uns leider in den Rücken gefallen ist. Ja. Ich wollte nochmal dahingehend also eine Frage stellen. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, ne, ob das in den Interviews geklärt ist. Da kannst du auch gerne sagen, ja, hör mal zu, Kai, lies hier, was weiß ich nicht, Slam, da habe ich das drin beantwortet, habe ich auch kein Problem, mit der Antwort umzugehen. Jedoch ist meine Frage, habt ihr sie darauf angesprochen, hör mal zu, wir werden hier gerade von Leuten bombardiert, die einfach unterstellen, du hast irgendwas damit zu tun, mit Rechten, was weiß ich nicht. Stimmt das ja oder nein? Habt ihr sie darauf angesprochen? Naja, da gab es nicht mehr die Möglichkeit für ja oder nein, wenn irgendjemand sich dabei fotografieren lässt, wie er den kühnen Gruß macht, dann gibt es da keine Diskussion mehr, weil das mache ich nicht, weil Fasching ist oder sonst irgendetwas. Ja. Sondern und vor allem lasse ich mich nicht dabei fotografieren. Und ich weiß schon, das haben Metallica auch gemacht vor 30 Jahren, aber ich glaube, das war noch ein bisschen eine andere Zeit, auch wenn es damals schon nicht lustig war. Ja. Aber eben genau solche Sachen, da gibt es dann eigentlich keine Diskussionsbasis mehr. Okay. Wir wollten halt mit diesem relativ diplomatisch geschriebenen Statement oder dieser Nachricht, die wir ihr geschickt haben, die sie ja dann gescreenshottet und so veröffentlicht hat, wir wollten halt ein bisschen, wie soll ich sagen, Schadensbegrenzung machen, weil wenn du kannst dir nicht schreiben, hey, was bist denn du für ein Arschloch? Wir haben diese Fotos gesehen und hin und her, weil was wird dann passieren? Dann wird sie kindisch werden und Scheiße bauen. Sie ist so auch schon kindisch geworden und hat Scheiße gebaut. Für das, dass wir diese Nachricht eigentlich ziemlich nett formuliert haben, für das, wie enttäuscht wir eigentlich waren. Wir hätten ihr nämlich am liebsten auch irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen, weil wir echt frustriert waren und nicht wussten, können wir die Platte noch aufhalten müssen, nee, klar. 5000 Platten einstampfen lassen oder was auch immer, nur weil sie uns angelogen hat. Also das könnt ihr uns ruhig glauben, aber wenn du mit irgendwelchen Labels oder irgendwas redest, die sagen dir auch, du musst dich professionell verhalten und kannst dir nicht sagen, dass sie eine dumme Gurke ist oder was auch immer, weil dann erst recht Scheiße bei rauskommt. Dass die Alte so kindisch ist, dass mit dem hätten wir halt nicht gerechnet, weil wir hätten uns gedacht, okay, die sieht das vielleicht ein und entschuldigt sich vielleicht oder was auch immer. Naja, ganzes Gegenteil. Und dann hast du halt so ihre Befürworter und ihre Gegner. Und ich glaube, sie hat auch ziemlich viel Scheiße abbekommen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, zu Recht. Wir haben auch teilweise, einmal habe ich 3 Morddrohungen in einem Tag bekommen. Ich bin da ziemlich pragmatisch und ich finde sowas eigentlich eher lustig, als dass ich mich davor fürchte, dass mich in Mailand wirklich irgendeine 16-Jährige absticht oder so, wie das oder so wie das formuliert war oder so. Glaube ich nicht dran. Nur es ist halt trotzdem irgendwie, das ist dieses Ding mit dem Internet. Jay und Silent Bob haben das schon vor 20 Jahren in dem Film gesagt, das Internet hat jedem Arschloch auf dieser Welt eine Meinung gegeben. Und genauso ist es halt auch. Da bekommt sie ihr Fett weg, wir bekommen unser Fett weg. Das Gute an so einer schnelllebigen Scheiße wie dem Internet ist halt einfach, dass 4 oder 5 Tage später schon wieder irgendwie einen anderen Scheiß gibt, den es zum Zerfleischen gibt. Und das, auch wenn anscheinend dieses Ding immer noch nicht vergessen ist, aber zumindest dann eben solche Sachen wie die Morddrohungen oder was auch immer irgendwann wieder aufhören. Es ist halt, ja. Ich sag mal so, das ist insgesamt würde ich sagen, hat es dem Album nicht geschadet. Also die Chart-Version, die wir da mal noch. Ich wäre trotzdem, ich würde diesen Part
trotzdem gerne im Nachhinein. Ja, das glaube ich. Vielleicht mehr Alben dadurch verkauft haben, das weiß ich nicht. Aber nee, das meine ich gar nicht. Ich meinte aber diese Aufmerksamkeit. Also trotzdem. Meine Integrität ist mir nach wie vor mehr wert als wie ein paar Alben. Nein, das, ich meinte eigentlich, dass es trotzdem, es ist ja jetzt nicht so gesehen, ja, dass die Leute es boykottiert ja, okay, haben oder trotzdem so. Trotzdem kann man vielleicht sagen, dass es nicht so schlimm geworden ist, wie es dann wäre. Vielleicht ja, genau, auch anders gewesen, wenn das Album 2 Monate oder einen Monat nach dem Skandal rausgekommen wäre. Ja, gut, das stimmt. Sagen. Nee, was ich noch kurz wissen wollte, ist, ja, ich hatte ja auch, wir hatten ja letzte Woche drüber geredet, Kajo, über diese Thematik, also weil du es aufgebracht hast, das Thema, ich hatte mich gar nicht so vorbereitet und ich war auch sehr überrascht, weil ich konnte mir erst gar nicht vorstellen, ja, weil alle auch gesagt haben, ja, warum wussten die das denn nicht? Und ich hatte mir auch erst gedacht so, ja, das muss wir man wussten, merken, aber ja. Ja. Genau, aber so wie ich habe auch das Krone-Interview mit euch gelesen, was in der Krone.at rauskam. Ja, da kommt es ja eh auch vor. Genau, und da war es ja auch, dass das ja, wie er schon richtig sagt, dass er sozusagen was vorgespielt hat, dass sozusagen diese Meinung sehr geschickt hinter anderen Profilen versteckt hat. Das gut, das ist etwas, was ich auch ehrlich gesagt ziemlich krass finde, was man, das muss man auch erstmal. Ein bisschen, dass sie hat ja doch auch ein oder zwei Projekte. Ich glaube, dass sie halt die Publicity, die Harakiri halt eben hat, halt irgendwie nutzen wollte, halt, damit sie ihre eigenen Projekte ein bisschen promotet. Mhm. Und ich glaube, das war auch der Grund, sie hat halt gemerkt, okay, wir wollen mit dem Album eine Art Amesoas Revival starten, wo wir halt Nej und sie drauf haben. Und deswegen ist sie uns halt wahrscheinlich auch drauf eingestiegen, weil sie ja im Endeffekt auch was davon gehabt hätte. Eben ein Haufen Promo. In dem Fall zwar negative, aber hätte ja keine Ahnung. Wenn das alles gestimmt hätte, dass sie sich distanziert hat von dem ganzen Scheiß, hätte sie ja auch eine positive Publicity sein können. Eben. Und sie ist durch, sie ist verbrannt. Also die kannst du ja nicht mehr. Nee, ja, jetzt nicht mehr. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Aber was ich jetzt noch wissen wollte, weil. Ich habe auch noch ein paar Reviews und so weiter gelesen, auch unter anderem das Death Forever. Ich weiß nicht, ob du das Death Forever Review gelesen hast. Ah, ich oder? Ja, für geschissen. Ja, weil das war ja auch so. Also ich habe euer Statement jetzt nicht mehr gefunden, was ihr rausgebracht habt. Aber es wurde ja gesagt, euer Statement wäre zu entschuldigend in ihre Richtung gewesen. Das war auch kein Statement. Das war einfach nur eine Nachricht an sie. Ach so, das meint. Der Schadensbegrenzung beziehen wollten, indem wir nett und diplomatisch waren. Das ist alles. Und ich verstehe nicht, warum solche Hefte wie das Death Forever, wenn die dann eh nur Scheiße über das Album schreiben, warum nehmen die das dann überhaupt mit rein in die Reviews? Mhm. Also das ist dann schon wieder so, bei Metal Hammer hat auch Journalist von Metal Hammer halt, ohne sich das Album anzuhören, einfach einen Punkt gegeben, so als Statement, weil wir ja ach so böse, ich weiß schon was. Echt? Echt? Warte mal. Das hat halt mit ich hab mit den, ich, Journalismus halt nicht zu tun. Redet mal bitte kurz weiter. Ich habe nämlich beide Zeitschriften hier drüben. Ich hol die mal eben. Ich muss mir das mal angucken. Ja, redet mal kurz weiter. Ja, ich bin klar. Sofort da. Ja, das war's schon. Und das ist halt für mich, ist das halt irgendwie. Das mag für solche Leute ein Statement sein, aber für mich ist das halt unprofessionell. Aber haben sie euch nicht angefragt für Interviews, damit man das mal persönlich bilateral bereden kann? Ja, es ist mir ziemlich egal, was andere Leute von mir halten. Ich habe meinen Teil gesagt, ich in jedem Interview, in dem ich gefragt worden bin, ich war nie ungeduldig oder habe gesagt, ich will den Scheiß nicht schon wieder besprechen oder sonst irgendwas. Aber wenn wer meint, dass man da halt so ein Statement setzen muss, dann sollen die das machen. Ich finde es einfach nur unprofessionell und ich würde das halt nicht machen. Und auf jeden Fall. Wir haben auch, wie gesagt, eine Podcast-Folge besprochen. So, ich glaube, sag ich mal, wenn sowas passiert, ist es dann auch mal wichtig, das anzusprechen, aufzuklären und aufzuarbeiten. Aber wir haben dann auch gesagt, so, dann ist aber auch gut so, ne? Das Album ist jetzt draußen. Es wird alles gesagt in Podcasts, Zeitungen, Interviews. Und ich sag jetzt mal, jetzt geht ihr auf Tour und dann kommt jemand und sagt, ja, damals mit der Sylvain, wie war das denn eigentlich? Denke ich mir so, okay, es wurde alles schon gesagt, so. Es wurde alles gesagt, man hat sich entschuldigt, man hat sich positioniert, da ist auch irgendwo so ein Deckel drauf, ne? Und wenn ich jetzt nicht gerade einen Stress habe und Soundchecken muss oder sonst irgendwas, erkläre ich das dem Typen meinetwegen nochmal. Aber ja, irgendwann ist halt wirklich alles gesagt und dieses definitive, also dieses große Facebook-Statement wird nicht kommen. Wir haben darüber abgestimmt
von den sieben beteiligten Leuten, wenn man Promo-Agentur und Label und so mit einbezieht, waren bis auf mich alle gegen ein Statement. Und das muss ich respektieren, weil eine Band halt sowas wie eine Demokratie ist. Und wenn jetzt vier dafür gewesen wären und drei dagegen, dann hätten wir das gemacht. Und wir haben halt die anderen haben mich dann auch überzeugt, dass es wohl besser ist, das wirklich detailliert in Interviews zu besprechen und nicht nur einen Wortblock rauszufetzen, wo das alles drinnen steht, wo dann erst recht wieder Hinz und Kunz, die glauben, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen, sich drüber auslassen im Internet. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das hat man ja oft auch gesehen bei anderen Gruppen, die halt, keine Ahnung, irgendeinen anderen Skandal hatten oder was auch immer. Dass Statements im Endeffekt der Band meistens nur geschadet haben, weil die Leute das einfach in der Luft zerrissen haben. Weil sowieso nichts der Wahrheit entspricht, dass solche Leute, Musiker in so einer Situation dann sagen, weil jeder nur probiert, seinen Arsch zu retten. Ist vielleicht manchmal so. Manchmal kommt man aber auch blöd dazu. Also, ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also gerade aktuell, wenn du sagst, irgendeine Black-Metal-Band, dann kommt irgendwie sowas drauf, wie irgendwas in der Verbindung mit rechts, sei es ein Label, sei es irgendwelche Kooperationen und so. Und ich glaube, dass aktuell momentan so die Stimmung ist, auch bei Zeitungen, ich kenne das von mir selber, die sagen so, boah, nee, wir haben da keinen Bock drauf, das hat im Metal auch überhaupt nichts zu tun, hat es meiner Meinung nach auch überhaupt nichts und dafür, wie gesagt, steht hier unsere Magazine auch gar nicht dafür. Und dass die dann auch, ja, so, was heißt bockig oder zickig reagieren, dass dann halt, wie du sagtest, hier irgendeine Zeitschrift gibt euch einen Punkt oder man versucht euch da irgendwie einen reinzudrücken. Ich kann die natürlich auf der anderen Seite verstehen und denke mir so auch so, ja, ist natürlich kacke gelaufen, aber wenn man dann so die Story hört, denke ich mir dann auch, ne, wie gesagt, dann denke ich mir auch so, okay, da hat jemand Mist gebaut, obwohl die eigentlich nicht dafür bekannt sind. Ich meine, du hast ein Nebenprojekt, Karg, du hast mit einer, die bezeichnen sich selber als linke, antifaschistische Black-Metal-Band. Ja, ist auch so. Und aber das ist ja mit solchen zusammen. Ich habe auch gespielt in der Band bis vor 2 Jahren oder so. Ne, und sag mal, das ist ja selber gesagt so, ne, oder auch die Vergangenheit mit den Hardcore-Bands. Also weiß ich nicht, was heißt, das wird sich für mich gar nicht so stellen, beziehungsweise ich würde dann sagen, ja, okay, da ist jemand so ein Deckel ist drauf so und ist kacke gelaufen, aber ne, da muss ich nicht noch, wie ich sagte, schon im Nachhinein fragen, ja, auf welche Seite stehst du denn? Bist du jetzt so in der Mitte, bist du eher links oder so, oder das versuchen irgendwie so reinzudrücken und dann aufzuarbeiten. Ne, ich suche ja gerade, also in dem Metal Hammer habe ich es nicht gefunden, das Harakiri jetzt nicht drin. Ich bin da hier bei Death Forever ist es drin, auf jeden Fall auch eins. Okay. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, was ich halt auch, weil ich eben gefragt habe wegen den Interviewanfragen, ich finde es halt einfach schwierig, in Reviews oder auch in Artikeln einfach sowas rauszuhauen, ohne mit euch gesprochen zu haben. Mhm. Wie gesagt, wir haben letzte Woche, als das Thema auch aufkam bei uns im Podcast, da habe ich mir auch gedacht, so, wir müssen unbedingt halt auch mit euch reden, weil wir können nicht irgendwelche Sachen dann, ich konnte auch erst nichts dazu sagen, weil ich habe nichts davon mitgekommen, muss ich ehrlich sagen, von der Diskussion. Okay. Und ich finde es halt auch einfach wichtig, dass man mit den Leuten selbst redet, wenn man dann schon sowas hat, weil sonst, weiß ich nicht, wirkt das einfach halbgar. Wir haben sogar im Vorfeld dieses Podcasts versucht, noch diese Audrey anzuschreiben. Sie hat uns nicht geantwortet, weil wir auch noch ein Statement haben wollten, weil es uns einfach wichtig ist, dass man alle Seiten gehört hat, weil sonst, wie bewertest du denn aktuell die Diskussionskultur, die wir haben in der Gesellschaft? Es ist halt, vor allem das Zeug, was über Internet abläuft, ich finde das auch. Und ich habe das auch schon ein paar von meinen Freunden öfter mal gesagt, dass ich das lächerlich finde, wenn die da ihren ganzen Frust und was auch immer da in irgendwelchen Facebook-Kommentaren abladen und hin und her. Ich weiß nicht, das ist halt irgendwie, kommt das alles so kindisch vor und jeder versteckt sich halt vor dem Deckmantel Internet, weil in echt würde das sowieso dann wieder keiner sagen oder keiner an uns herantreten. Also mir ist das bis jetzt in meiner ganzen Karriere unter Anführungszeichen einmal passiert, dass jemand zu mir herging und einfach gesagt hat, face-to-face, ich finde dich scheiße. Also so musikalisch und was auch immer. Das hat sich sonst, weil ich finde es jetzt nicht super, dass der das gemacht hat, aber der hat sich das zumindest getraut und nicht hinter irgendwelchen Facebook-Kommentaren oder sowas, was auch immer versteckt. Und da haben wir halt wieder diese Schnelllebigkeit,
in unserer Gesellschaft. Keiner macht sich mehr Gedanken über sowas auch nicht. Auch kommt mir oft vor, dass die Leute irgendwie alle überhaupt keine oder junge Leute teilweise überhaupt keine Erziehung genossen haben. Keine Ahnung. Also ich bin schon so erzogen worden, dass man von älteren Leuten, und seien sie jetzt nur 5 oder 6 Jahre älter als man selbst, trotzdem irgendwie, dass man auf die mit Respekt zutritt und nicht da irgendwie gleich pappig wird und sonst irgendwie. Also die Gesprächskultur, die hat in den letzten Jahren, und da spielen die sozialen Medien und das Internet halt sicher mit, haben sicher ein ziemliches Downgrade erfahren. So, naja, überall. Nee, das ist auf jeden Fall, das hatten wir ja auch, also letzte Woche, weiß nicht, wir hatten unter anderem, also wie gesagt, über euch kurz gesprochen, dann hatten wir, was hatten wir noch, Marilyn Manson mit den, also wie auch damit umgegangen, mit dieser, sag ich mal, auch dieser Begriff war mit dieser Cancel Culture, wir hatten da schon mal eine Folge gemacht und das ploppte dann auch wieder so auf, weil halt vieles ist so ein Unargen, dass halt direkt draufgeschossen wird, also wie zum Beispiel, wie bei euch, diese mit der Audrey, dieser ganze Zusammenhang, dann mit Marilyn Manson. Aktuell, und was hatten wir noch? Da war noch irgendwas mit Static X und Trip Eisen, okay, dass die Band quasi wie mit einem Pädophilen wieder zusammenarbeitet, besser gesagt, der war im Knast, hat seine Buße getan, arbeitet trotzdem wieder mit dem zusammen, um irgendwie die Songrechte aus den Rippen zu leiern von dem verstorbenen Sänger. Das macht er nicht, hat er keine Lust drauf gehabt, und im Gegenzug, dass er das halt nicht macht, stellt die Band ihn als bösen Pädophilen dar, beleidigt ihn öffentlich, wo ich mir denke, okay, das zieht halt echt von A bis Z, was jetzt so das schlimmere Übel ist. Also und ist halt schwierig. Ich glaub schon, dass an der Sache mit Manson was dran ist, und ich finde es auch schade irgendwie, weil ich hab, auch wenn ich jetzt nie hier wahnsinnig großer Manson-Fan war, aber ich hab den doch immer ganz cool gefunden, wenn der nebenbei gelaufen ist und hin und her. Was halt auch, wo ich halt manchmal ein bisschen schmunzen will, muss, ist halt, wenn man sich so einen Typen wie Marilyn Manson gibt, dann geht man halt eigentlich nicht davon aus, dass der normal drauf ist und dass der normale Präferenzen hat meinetwegen auf normale Sachen im Bett steht. Könnte jetzt auch eine Unterstellung sein, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ein Typ für mich den Eindruck macht, dass er schräg drauf ist, dann der. Und deswegen verwundert mich das jetzt auch gar nicht mal so. Mal das rechtfertigt natürlich absolut nichts, aber ich wäre sowieso jetzt nicht davon ausgegangen, dass der Typ komplett handzahm ist, abseits von der Bühne. Deswegen, ja, bin ich jetzt auch nicht hundertprozentig überrascht, dass da solche Sachen vorgeworfen werden. Nee, gar nicht. Und ja, wie gesagt, ich sage ja auch immer, man hat ein Gericht, was das entscheidet. Ne, ja, das so einrichtet und keine Lynchjustiz. Ja, Gott sei Dank. Aber im Endeffekt muss man halt schon sagen, irgendwann am Anfang steht Aussage gegen Aussage, aber wenn es irgendwann halt 5 Frauen sagen, dann wird halt sicher nicht erfunden sein. Das ist halt so spätestens ab der zweiten oder dritten Frau ist es halt ein Sargnagel, wenn die das Gleiche behauptet oder was Ähnliches behauptet. Und drum, ich gehe mal schwer davon aus, dass da was dran ist, sonst würden die den auch jetzt nicht überwachen, weil er halt anscheinend suizidal ist, oder wie, soweit ich das mitbekommen habe, wäre ich wahrscheinlich auch in seiner Situation, dass ich da eher schauen würde, ob ich dem Ganzen eher so ein Ende bereite, als dass ich da für ein paar Jahre in den Knast gehe. Aber eben, es ist halt schade und es, ja, mich wundert's einfach immer wieder, wie oft dass man von solchen Sachen dann irgendwie so unter der Hand mitkriegt. Weil ich habe 3 Schwestern, ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Frau zu schlagen oder sonst irgendwie zu attackieren. Deshalb ist das für mich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber ich glaube, wir kommen da jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ja. Wolltest du noch was fragen, Adi? Wenn nicht, würde ich die nächste.
Frage? Frag ruhig weiter. Genau, also weiß nicht, sagst du, was heißt das nächste Themenfeld? Das hatte ich gerade schon mal kurz angesprochen. Und ich meine, wenn wir schon mal in der Black Metal, okay, nicht die klassische Black Metal Band haben, aber ja, die in dem Gebiet bewandert ist, und ich hatte es gerade schon mal kurz angesprochen. Und zwar gerade diese Empfindlichkeit im Black Metal gegenüber, ich weiß nicht, ob ich auch nur zu empfindlich bin oder auch wie deine Meinung dazu ist, wenn es politisch wird und gerade in ein rechten Spektrum abdriftet. Da habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, gerade auch durch die politische Stimmung in den letzten 10 Jahren oder durch diesen Rechtsruck, dass irgendwie, ich weiß nicht, Bands offener sich dazu bekennen. Also, ne, ich will jetzt euch nicht irgendwie in Verbindung bringen, aber als jemanden, sag ich mal, du bist ja, hast du gesagt, mit Black Metal aufgewachsen, wo ich sag jetzt mal sage, so Dark Throne, dieses arische, norwegische Black Metal auf der Panzerfaust hinten war noch so, ha, um einfach mal Leute zu provozieren, wo ich halt so der Meinung bin, okay, was irgendwie so aus Spaß und Provokation irgendwie angefangen hat, wurde dann tatsächlich irgendwann ernst, ist in ein Genre wie NSBM aufgegangen, ja, und nimmt stellenweise so Züge an, was weiß ich nicht, Leute im Internet, auf YouTube stellen sich da mit irgendwelchen NS-Labels hin und stehen dazu, dass sie halt auch NSBM hören und da irgendwelche Sammlungen so vortragen, als wäre es irgendwie eine Iron Maiden in der Plattensammlung. Ja, ich sag mal so, du hast ja auch im Ausland, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich will es nicht immer so sagen, dass es hier Deutschland ist. Ich meine, das ist auch, wenn du nach generell Finnland guckst. Ein Problem vom Osten, hätte ich jetzt gesagt. Also in Deutschland und Österreich hat das vielleicht diese Übersensibilität schon zugenommen, weil wir eben mal so eine Szene hatten, würde ich jetzt mal sagen, weil im Endeffekt, also wie ich so 2002 oder so oder 2001 angefangen habe, auf Konzerte zu gehen, dann waren das auch bald mal so ziemlich wüste Black Metal Festivals, und da hat man das schon, dann hat man das schon mitbekommen, diese Rechtsoffenheit. Ich will jetzt nicht sagen, dass die ganze Szene so drauf war, sonst wäre ich da wahrscheinlich schneller wieder oder schneller ausgestiegen. Aber es gab definitiv einige Leute, die halt immer die entsprechenden Aufnäher auf den Jacken hatten und die entsprechenden Shirts an. Und da hat halt niemand etwas gesagt. Und da rede ich jetzt nicht von einem Burzum-Shirt, sondern da rede ich jetzt wirklich von komplett einschlägigen Sprüchen. Und ihr wisst eh, was ich meine. Ja, genau. Deswegen glaube ich, das hat schon etwas damit zu tun, dass das heute halt alles ein bisschen sensibler ist, auch wenn sich einige Leute in der Black Metal-Szene halt generell vom Politischen fernhalten wollen, egal ob das jetzt links oder rechts bedeutet. Aber man ist auf jeden Fall sensibler geworden und wird halt schon auf jeden Fall wenn jetzt irgendwelche Leute mit, keine Ahnung, irgendwelchen Satanic Warmaster Patches auf der Jacke rumlaufen oder so, dann habe ich da noch immer irgendwas mitbekommen, dass die da angequatscht wurden oder was auch immer. Und da ist die Sensibilität sicher höher geworden, dass man da einfach intoleranter geworden ist. Was ich auch total okay finde, dass da einfach mehr Wert drauf genommen wird. Aber eben die Black Metal-Szene hat sich halt auch generell ein bisschen verändert, und dieses ganze Puristending ist halt, ich weiß nicht, vielleicht existiert das nach wie vor bei irgendwelchen Festivals in Speyer oder was auch immer. aber ich bekomme davon halt einfach nicht mehr wirklich was mit. Weil halt eben das ganze Black Metal Ding für mich halt schon alles jetzt ein bisschen alternativer geworden ist, und eben dieses da habe ich anscheinend jetzt einen Nerv getroffen mit dem Speyer. Ja, weil ich muss gerade dran denken, weil diese Konzertreihe in Speyer damals auch wegen einem gewissen Verbindung zu Pest Noir ihre Halle verloren hat. Gar nicht. Aber ja, ich wollte Pest Noir auftreten lassen, und deswegen waren sie dann das Speyer Verband. Aber ich habe ja gehört, Pest Noir tritt sowieso nur in Ländern auf, wo die Hauptsprache Französisch ist. Also von dem her. ist es Speyer nicht Rheinland-Pfalz oder so? War das eine französische Besatzungszone? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja gar nicht. Ich glaube, so gut kenne ich mich in Deutschland nicht aus, dass ich jede Stadt kenne. Ich glaube, Speyer ist irgendwo ganz in der Mitte, aber was weiß ich. Na eben, aber drum. Also ich weiß nicht, wie viele solche Festivals wirklich noch existieren. Aber ich glaube, dass sich das Wenn dann eher ein bisschen auf den Osten verlagert hat. Weil eben, ich glaube, in Polen oder Russland, Ukraine, ich glaube, dass da noch einiges besserer Nährboden für solche Puristen und Ding ist,
als wie hierzulande und in Deutschland. Hm. Ja, definitiv. Würdest du auch sagen, das ist, sorry Adrian, würdest du auch sagen, das ist für euch, ja, wie soll ich das sagen? Also sehr, sehr, also wie, sag ich mal, wie müde bist du da, seid ihr davon, ihr als Band? Ich meine, ihr habt jetzt gerade so am eigenen Leib zu dem Album mitbekommen, aber dass dann Leute noch immer euch irgendwie in Verbindung bringen mit, ach, ihr habt doch mal mit der Band, was weiß ich nicht, auf irgendeinem Festival im Osten gespielt oder auf dem Wolfzeit-Festival, wo die Leute von WAAG das veranstalten und WAAG ja auch wissen, ja, wie sie sich inszenieren sollen. Wie geht ihr damit um? Werdet ihr davon müde oder? Ja, es ist, sicher wird man müde davon. Und das ist halt dann schon so, wenn du solche Festivals wie das Wolfszeit nimmst, da spielen halt, ja, okay, dann spielen halt Take, aber sonst spielen da ja ganz normale Bands. Da spielen ja auch Bands wie, was weiß ich, Sign of the Seas oder nur als Beispiel jetzt oder Lock the Obduct oder was auch immer. Und man kann es eben auch übertreiben mit seinem Idealismus, weißt du, weil irgendwo, ich habe das schon oft auch in Interviews gesagt, im Zweifelsfall spielen wir halt einfach lieber auf so einem Festival, und wenn uns irgendwer mit irgendeinem rechten Scheiß kommt oder so, dann weisen wir den zurecht. Und ich denke mal, das ist immer die bessere Idee, als sich zu Hause vor ein paar Idioten zu verstecken. Ich kann sich anders formulieren, weil die sind halt wirklich in der Minderheit, und was Freki von WAAG mit 17 für den Scheiß gehört hat, das weiß ich auch nicht so genau. Mhm. Ich weiß schon, da gab es dieses Foto mit den Krücken und mit dem Absurdshirt. Ja, genau. Ja. Nur, keine Ahnung, vielleicht ist der auch gescheiter geworden. Ja, er hatte doch nichts anzuziehen im Krankenhaus. Ein Kumpel hat ihn als einziges T-Shirt mitgebracht. Mein Gott. Ich glaube, das ist 20 Jahre her, oder? Ich glaube, er ist vielleicht auch ein bisschen gescheiter geworden, was das betrifft. Wo wir gerade bei dem Thema sind, und zwar, das ist sehr interessant bei WAAG, und zwar bei meinem alten Magazin, wo ich also da tätig war, die waren Mitveranstalter, obwohl gar nicht, also der Veranstalter war mit in dem Magazin, von dem Rage Against Racism in Duisburg. Das ist hier so eine Stadt bei uns im Ruhrpott. Ja, Duisburg, da haben, war hier schon. Und da haben auch WAAG gespielt tatsächlich, ne, weil also der Veranstalter, der Levent, der sagt auch so, hört mal zu, ihr sitzt sich mit den Bands hin, ne, sagt so, hört mal, habt ihr Bock zu spielen, ne, heißt Rage Against Racism, ihr müsst euch der Thematik klar sein, und dann, also ich will nicht sagen, der filzt die nicht, aber der sagt dann so, okay, ein Mann, ein Wort, weil ihr seid nicht ganz unproblematisch, und das macht er immer so, auch mit Kerbholz, das ist auch so eine Deutsch-Rockband. Auf jeden Fall, worauf ich so kommen möchte, denke ich mir dann so, okay, krass, ne, die Band, die positioniert sich ja irgendwo, spielt auf dem Festival, was passiert im Fall vom WAAG, das war vor 3-4 Jahren, da sind irgendwelche Leute im Publikum und haben den Sänger oder Gitarristen mit Säure beworfen, wo ich mir dachte, was? Alter, ja, ja, ist kein Witz, und die sollten letztes Jahr wieder spielen, wurde natürlich Corona-bedingt abgesagt, aber denke ich mir so, ey, krass, Alter, was willst du denn noch, wie viel Bekenntnis willst du denn noch mehr so haben, ne? Warum musst du den mit Säure bewerfen? Kannst du dir das nicht irgendwie unter vier Augen sagen, irgendwie so, hör mal, ich finde dich irgendwie blöd oder irgendwie sowas? Nein, musst du nicht. Ich weiß auch nicht, warum man immer übertreiben muss. Außerdem muss ich mir die Band ja auch nicht ansehen, wenn ich sie scheiße finde. Hat mich keiner dazu gezwungen. Also, ich weiß nicht. Und ist es kostenlos sogar? Also, er hätte sogar nicht zahlen müssen, um die sich da reinzuziehen. Also, ja, ne, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, boah, das ist auch irgendwann, ist auch mal gut, so, ne, weiß nicht, jeder ist nicht frei von Fehlern, und wenn ein Fehltritt begangen wird, ja, wird dann dazu gestanden, abgewogen oder was weiß ich nicht, dann ist aber auch gut. Ja, muss es nicht immer in die Länge ziehen oder was weiß ich nicht, wo wurde jetzt boykottiert, also im neuen Metal Hammer finde ich nicht zu Harakiri, Death Forever, die haben euch 8 Punkte gegeben zum Album von 10, glaube ich. Nee, es ging aber bei Death Forever um den letzten Satz oder die letzten zwei Sätze. Ist ja auch nicht so. Ich würde jetzt auch sagen, wir verlassen jetzt mal langsam das Thema, weil das, wir reden ja. Ich würde mal gern über lustigere Themen reden. Corona. wie habt ihr denn so das letzte Jahr verbracht? Hattet ihr eigentlich die Möglichkeit, überhaupt live zu spielen, oder habt ihr euch komplett Wolfszeit gesagt, wir machen gerade, ja, außer am Wolfszeit, ja, das. Mhm. Ja, bei dem Fimbulfest haben wir auch gespielt und mit KKW auch 2 Konzerte gespielt. Ja, ansonsten bin ich nur ein schlimmerer Alkoholiker geworden wie vorher. Ja, ziemlich viel den Bach runtergegangen das letzte Jahr eigentlich, ja. Will ich jetzt gar nicht zu sehr zu viel davon reden, aber meine Texte sind eher so als
sind eher so die Self-Fulfilling Prophecies geworden, seit August oder wie ich sagen soll. Na, und sonst, weil ich bin generell jetzt nicht so der Typ, der generell ängstlich ist und hin und her, und ich fahre mir auch jetzt ständig in der U-Bahn ins Gesicht. Und, keine Ahnung. Ich habe mir da nie allzu viele Gedanken gemacht. Ist halt lästig das Ganze. Vielleicht hatten es einige von uns sogar schon uns gar nicht mitbekommen. Ich merke es halt nur, meine Eltern wollen halt seit letzten März nicht, dass ich nach Hause komme, weil da halt eine beständige Grundangst da ist, die halt auch ein bisschen anfangs war. Es war es halt eben wegen Wien und hin und her, weil das war ja anfangs ja auch, natürlich ist eine Großstadt, war halt anfangs der Seuchenpfuhl von Österreich so in die Richtung. Mhm. Und na, ich habe es halt so auch gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Das habe ich eigentlich am schlimmsten gefunden, dass es in Menschen, wo du geglaubt hast, die sind intelligent und rational denken, dass sie denen komplett, dass die denen dieses Thema den kompletten Wahnsinn rausgehauen hat, sei es jetzt im Punkt Beruf, dass sie sich alle ankacken, dass jetzt ihre Stellen abgebaut werden und dass sie keine Zukunft haben und hin und her, oder das generell einfach. So viele Leute, zu denen ich aufgesehen habe und die mir wichtig waren, haben gezeigt im letzten Jahr, welche treulosen Egoisten sie sein können. Und nur auf sich selber Acht geben, weil jeder holt sich jetzt das Beste, jetzt das Beste raus, weil ja, muss ja, und das ist das, was mich eigentlich an dieser Zeit jetzt am meisten schockiert hat, dass so viele Leute eigentlich viel die ärgeren Egoisten sind, als ich sie eingeschätzt habe. Und und was halt auch Angst mit Leuten machen kann. Das finde ich auch komplett, ja. Du sagst etwas Gutes daneben. Du sagst etwas Gutes. Und zwar, weil du sagtest, ja, der Ton hat sich ein bisschen verändert und es ist alles, sag ich mal, noch rauer geworden als vorher, weil wir ja vorhin angesprochen haben, das Thema, sag ich mal, Internet, wie sich da Leute verhalten. Und ich glaube auch durch Corona, die Leute sitzen zu Hause, die haben nichts zu tun, die haben keinen Ausgleich, die schießen von 0 auf 180, noch extremer als sonst. Und das überspielt sich so ein bisschen auch in die reale Welt. Also ich habe gemerkt, irgendwie, die Leute sind geladen, so. Ja, ne? Ja, ihr Deutschen habt da ein schönes Wort dafür. Auf Krawall gebürstet. Auf Krawall gebürstet. Und genau das ist es halt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich darf das gar nicht zu nahe an mich heranlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ganze Ding einfach so überhand genommen hat, dann kannst du nicht mal abhauen. Weil unter normalen Umständen plündere ich mein Konto und setze mich in irgendeinen scheiß Flieger ans andere Ende der Welt und dann hört erstmal zwei Wochen keiner mehr was von mir. Aber so bist du halt im Endeffekt zu Hause eingesperrt, hockst jetzt meinetwegen wie ich allein in einer beschissenen Gazinier, die viel zu klein ist und hin und her, und hast im Endeffekt genau, du kannst dich betrinken und Musik hören und wenn das Wetter schön ist, ein bisschen spazieren gehen. Auch wenn ich mich trotzdem viel mit Leuten treffe, auch wenn das mittlerweile bei vielen nur mehr mit negativem Test läuft, aber ja, hat man ja jetzt Gott sei Dank die besseren Zugänge dazu, also dass man leichter zu Self-Tests für zu Hause kommt und alles drum und dran. Deswegen finde ich es auch nicht ganz so schlimm, wenn man da ein bisschen auf Nummer sicher geht, aber generell, ja, es wird einfach Zeit, dass das Ganze, ich weiß nicht, schon wenn ich mir die Impfbereitschaft anschaue bei den Leuten, könnte ich kotzen. Ja, das stimmt. Also die könnten mir sofort jeden AstraZeneca reinhauen, ist mir scheißegal. Hauptsache, das Ding läuft irgendwann wieder normal, und mittlerweile habe ich gar keine Vorstellung mehr von dem, was Normalität bedeutet, und glaube auch nicht mehr wirklich dran, dass es nochmal so weit kommt. Aber plant ihr schon mit der Band was, oder wie arbeitet ihr aktuell mit der Band? Wir arbeiten von einem Monat auf den nächsten, weil kommt immer auf die Öffnungsschritte drauf an. Wenn die jetzt mit April alles aufmachen, aber was ich nicht glaube, nachdem die Zahlen jetzt wieder im 2000er-Bereich sind in Österreich pro Tag, dann spielen wir am 8. Mai eine Release-Show in Wien. Das glaube ich aber nicht. Und ich glaube, dass frühestens mit Herbst oder eben mit unserer Jänner-Tour da irgendwie
nie wieder was ansatzweise okay. eine normale Richtung geht. Aber bis dahin traue ich mir gar nichts zu sagen. Wie ist denn eigentlich, du hast ja gerade etwas Schönes gesagt, du plünderst dein Konto. Klar, du willst auf Reisen gehen. Ich glaube, Adrian und ich, wir haben unser Konto stellenweise auch in den letzten Monaten geplündert, aber ist alles in möglichen CDs und Reissues und Tapes und was weiß ich nicht reingesteckt von Bands. Wie ist das denn bei dir? Ich meine, gerade so im Black-Metal-Bereich, da gibt es ja sehr, sehr verschiedene Sondereditionen. Ihr habt ja auch jetzt Sondereditionen zu der Platte rausgebracht, aber gerade bei dem Tape, ich weiß nicht, ob das Ding schon ausverkauft war bei euch zur neuen Platte oder ist da noch was geplant? Kommt da was als Sondereditionen? Ja, da kommt sicher noch was, aber das glaube ich, das haben wir bis jetzt einfach hinten angestellt. Mhm. Und es war auch die letzten Alben immer so, dass die Tape-Versionen nicht über AOP gelaufen sind, sondern dass uns da irgendwelche anderen Labels Offer gemacht haben. Meistens war das ein griechisches, ich glaube Resoblade Productions oder so irgendwie. Die haben dann so eine Holzbox gemacht mit von den ersten drei Alben war es auf jeden Fall so. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie es bei der Asen war, aber ich glaube schon. Ich habe gesehen, so ein russisches Label, das dann auch für die letzten zwei Karg-Alben die Tapes gemacht hat. Die hatten uns schon geschrieben, die wollen aber, glaube ich, irgendwie eine Fünfer-Ausgabe, also die wollen alle Alben in einem Box rausbringen oder so. Wäre mir jetzt ganz recht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Tapes für mich noch sinnvoller sind wie CDs. CDs, die haben bei mir nie wirklich lang gelebt, die sind immer nur im Auto herumgeflogen oder sonst wo rumgeflogen und auf Platten und Tapes passe ich eben auf. Ja, Adrian hat auch eine besondere Beziehung zu Tapes und ich habe mir tatsächlich vor 2 Wochen ein Tape-Deck geholt und mich mit Tapes eingedeckt von Darkshire Rising Productions. Erstmal schön Celtic Frost und... Du mit deinem Tape-Eck, ich sage immer, das sieht aus wie eine Englischlehrerin, die gleich zur Listening Comprehension aufruft. Ja. Gute Realschulzeit, kam die immer damit rein. Ja. Was ist denn dein persönliches Lieblingsformat? CD, LP, MP3? Ja, ich sammle Platten. Ah, okay. Aber dafür auch schon ewig. Also ich glaube, ich habe mit 16 angefangen und habe auch schon echt gut was reingesteckt da finanziell. Ja, da habe ich natürlich. Ich bin aber dann eher der. Wie soll ich sagen, ich nehme dann schon meistens das günstigere Format und bin da sogar so, ich glaube bei so Labels wie Doomrock oder so, da kosten oft dann die färbigen 2 oder 3 Euro mehr, da bin ich mir dann zu geizig, weil ich sowieso schon für 150 Euro Platten kaufe. Da ist mir das dann mehr egal und ich habe dann schon, natürlich habe ich ein paar Sondereditionen, keine Ahnung, von Casper, Lang lebe der Tod, habe ich mir die Spezialversion geholt, weil da halt Shirt und so dabei war. Mhm. Was habe ich dann noch? Die Hellruna, diese Box, die da gerade vor einem halben Jahr rausgekommen ist, habe ich mir gekauft. Mhm. Ja, da waren aber auch die ersten drei Alben nie auf Platte erhältlich und die wollte ich halt schon. Und darum habe ich halt dann drauf geschissen. Und eben, dieses war auch gar nicht so teuer. Ich habe auch das Dornenreich Holzbox LP-Set. Das habe ich auch verhältnismäßig billig gefunden. Nichts gegen Prophecy, aber so die günstigste Variante sind die im Normalfall eigentlich nicht. Deswegen war ich da recht erfreut drüber, dass das eigentlich alles, dass es eigentlich so billig herging. Und ja. Holst du dir die Deftones? Du hast ja gesagt, White Pony bist du eingestiegen. Jetzt kam nochmal hier so ein. Da hätte ich lieber die normale auf Platte einfach. Normale, ja. Die ist auch rausgekommen. Einmal normale Platte, dann die Vierfache. Aber remastered wahrscheinlich, oder? Obwohl, da stört mich weniger. Also ich habe die jetzt doppelt. Ich könnte eine abgeben, muss man so zu sagen. Also ich habe hier eine normale Doppel-LP von vor 10 Jahren, steht hier drauf, wurde die veröffentlicht. Ja, oder quatschen wir sonst bei WhatsApp nochmal. Ja. Wie gesagt, ich brauche nicht immer, das ist auch so eine Sache bei mir, ich brauche nicht immer alles doppelt und dreifach. Ja, das brauche ich eben auch nicht. Einmal muss es sein und deswegen auch Platte und ich will das große, ich will das fette Cover-Artwork in der Hand haben und hin und her. Also so altmodisch bin ich dann schon, aber ich komme auch mit einer schwarzen Gatefold klar. Also da
muss das nicht unbedingt irgendwas Spezielles sein. Jetzt sagt der Kajo, dass es nur einmal braucht. Aber wie oft hast du jetzt die Ozzy Osbourne gekauft gehabt, von der du eben geredet hast? Halt, ja, das also, gibt ja was anderes, oder? Genau. Also zu meiner Verteidigung, die habe ich viermal geholt, weil es nur viermal zur Auswahl gab. Eine habe ich einen Kollegen geschenkt, den anderen, der hat sich nicht mehr gemeldet und ich habe mir die halt doppelt bestellt. Eine so zum Aufmachen, die andere dann zuzumachen und ich habe dann auf YouTube habe ich das irgendwie so vorgestellt und ich habe dann so spaßeshalber reingeschrieben, ja, für meinen Freund eBay oder irgendwie sowas und da haben dann Leute mir das richtig persönlich genommen, ja, du verkaufst die doch nur auf eBay. Du hast auch ein Video darüber gemacht, wie man den Preis hochtreibt auf Discogs, also von ja, daher. Genau, also wenn du wissen möchtest, wie man die Preise hochtreibt auf Discogs oder wie es manche Reseller machen, das will ich nicht. Da krieg ich echt einen Hals. Das ist auch mit neuen Veröffentlichungen, wo wir dabei sind, Reissues, möchte ich nicht drauf eingehen, da bin ich werde ich ja, sauer. Aber das ist gerade ein guter Punkt. Also zu unserem Gast hier, wenn du gerade gesagt hast, die reicht auf die schwarze, aber bist du jemand, der auch bei Discogs oder so nach alten Sachen guckt oder sagst du, mir reicht das, was ich habe? Ich suche natürlich eben noch das, dass ich schon so lange Platten sammle. Habe ich halt wirklich schon einiges an Zeug zusammen und mir fehlt es nicht mehr allzu viel von den ganz, ganz wichtigen Sachen. Da bin ich aber schon leider manchmal wirklich nur über Discogs dazugekommen und habe dann teilweise für irgendwelche 7 Inches von 2006 oder so, vor allem so im Hardcore-Bereich oder so, halt dann halt für 7 Inches oder so 35 Euro hingelegt. Also ich glaube, was war meine teuerste Platte? Ich glaube mit 17 oder so habe ich mir Nattens Madrigal von Ul war original ersteigert auf eBay. Und da war ich, glaube ich, ja, ich glaube, da war von 2 Monaten das Taschengeld weg. Okay. Boah, was hat die gekostet? Ja, ich glaube so fast 70 oder so. Aber das ist halt für den 17-Jährigen viel Geld gewesen damals. Ja, definitiv. Also da bin ich dreimal oder viermal saufen gegangen für das Geld und nicht öfter. Ich glaube, ich gehe dafür das ganze Jahr saufen, glaube ich. Ich wollte schon gerade noch fragen, ob das noch ein Schilling war, aber so alt. Ah, so alt bin ich nicht. Ja, es gibt, wo gerade bei den Deftones nochmal sind, es gibt auch sehr, sehr interessante Platten, die auch, ich weiß nicht warum, im Wert steigen. Zum Beispiel die Saturday Night Verse, so im Prinzip wurde die ja gehatet bis zum geht nicht mehr und ist eine der teuersten Platten, die erste Pressung, die man da auf Discogs findet, wo ich mir auch denke, das ist dann auch immer so ein Paradox. Irgendwie so Bands, die haben dann irgendwie so ein vorgegaukeltes schwarzes Schaf, will dann keiner haben. So ein paar Jahre später, ja, jeder findet die dann doch auf einmal cool, weil, ja, die hat ja einen gewissen Wert. Ja, so habe ich eigentlich nie gedacht und das ist auch schon wieder ein bisschen zu viel Kapitalismus für meinen Geschmack. Aber ich meine, Discogs und so ist halt schon wichtig, wenn wer einfach wirklich unbedingt eine Platte haben will und es ihm das auch wert ist, dann ist das schon eine gute Plattform und mir auch um einiges sympathischer als es eBay ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ja doch ein bisschen mehr so eine Geschichte von Liebhabern für Liebhaber ist, auch wenn natürlich viel im Kapitalismus drinnen steckt. Aber bei eBay war es ja wirklich ein bisschen so, da ich habe mir dann teilweise selbst mitgeboten, mit einem anderen Account, um das Ganze hochzutreiben und hin und her. Und da bin ich halt dann schon auch ein bisschen zu sehr Idealist, dass ich mich da nicht aufregen würde. Ja, das stimmt wohl. Ihr habt ja also verschiedene Farben rausgebracht und dann stellenweise auf 99 Stück limitiert. Also nicht 100, sondern 99 Stück. Habt ihr da quasi auch Mitspracherecht, dass ihr sagt, komm, wir hauen einfach mal 99 raus und nicht 100 LPs? Ich glaube, das ist eher dann einfach keine Ahnung, wieso das so ist. Aber generell bei den Farben haben wir schon Mitspracherecht. Aber ich meine, im Endeffekt muss das halt auch das Label entscheiden, weil das Label sitzt im Zweifelsfall dann halt auf den Platten, die nicht verkauft werden. Darum ist das halt auch das Risiko vom Label und nicht unseres, weshalb halt dann natürlich das letzte Wort AOP hat und nicht wir. Aber generell, wir sind die dicksten Freunde mit Sven, also mit dem Chef von AOP. Mhm. Und im Endeffekt können wir von dem alles haben und gibt's überhaupt keine. Ja, gibt es normal überhaupt keine Diskussion, der scheut auch keine Kosten und Mühen normalerweise für uns. Also da haben wir echt super Glück gehabt.
Wir sind jetzt auch schon mega weit im Interview und im Podcast drin, aber eins wollte ich noch fragen. Ihr seid schon seit Anfang an bei AOP. Wie kam denn eigentlich diese Beziehung zu AOP zustande? Ja, das war eine klassische Ich-schick-Demos-aus-Geschichte. Ich habe halt das erste Album, ich glaube, ein Song hat da noch gefehlt. Ich glaube, das waren nur 4 Songs bis dato. Mhm. Das habe ich halt auf schon ein bisschen professioneller. Ich habe halt dann den Karton designt, auf dickes Papier ausgedrückt, mit Ständemesser alles sorgfältig ausgeschnitten und zusammengeklebt und halt ein CD-Rolling bedruckt und halt dann, was weiß ich, 25, 30 mal für den Anfang Labels geschickt. Und AOP hatte zu dem Zeitpunkt gerade Apathy und Self-Inflicted Violence rausgebracht. Und die habe ich halt ziemlich gefeiert, beide Bands. Dann dachte ich mir, ja, ist zwar ein kleineres Label, aber wieso schicke ich jetzt mal hin? Und ja, und wir hatten dann schon mit mehreren Labels Diskussionen. Und dann kam immer so die Geschichte, so, nein, wir wollen erstmal nur 300 Stück Digipack machen von LP. Seid ihr da noch ganz weit weg und hin und her? Und wir haben halt gleich gesagt, na, entweder ihr macht eine LP auch oder wir lassen es. Und Sven hat gleich gesagt, klar, wir machen 500 Stück Vinyl und 1000 CDs. Ja, hat sich auch super verkauft dann. Also hat er sicher keinen Verlust gemacht damit. Ja, ich glaube, dass sich dann einige da auch ein bisschen in den Arsch gebissen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch. Weil sie halt dieses Grundvertrauen nicht vorgeschossen haben. Und ja, im Endeffekt ist es halt ein kleines Label gewesen, aber jetzt ist es auch nicht riesengroß, aber wir sind halt miteinander gewachsen und ich finde, das ist auch eine schöne Geschichte eigentlich, wenn man so sieht, okay, für ihn ist es immer größer und größer geworden, irgendwann wird er vielleicht auch nur mehr vom Label leben können und wir sind auch immer größer geworden mit dem Label von Album zu Album und für das, was das Sven ursprünglich jetzt auch nicht viel Ahnung hatte von Marketing und hin und her, hat er das echt super auf die Reihe gekriegt alles und eben keine Kosten und Mühen gescheut, damit wir da überall reinkommen. Ansonsten glaube ich, wäre das mit Platz 4 oder so eher unrealistisch gewesen. Das ist Wahnsinn, wie gesagt, ne? Das ist sehr witzig zu sehen. Platz 6 aktuell Foo Fighters, so Schiller dahinter und oben drüber nur irgendwie Cool Savage oder irgend sowas. Das ist schon sehr genau. Ja. Na drum. Ja, aber Heaven Shall Burn war ja auch auf Platz 1, also das war ja auch eher unrealistisch. Also da habe ich auch gut geschmunzelt, weil eben verdienterweise, aber eben da gerechnet hätte ich da nicht damit. Ja, aber da hat ja doch ein gewisser Lombardi unfreiwillig Werbung für gemacht. Pietro Lombardi, ja. Ja, genau. Oder ja, kennst du den? Ja, das ist singt so ein Popsänger, oder der ständig eine Affäre mit irgendeinem anderen Popsternchen hat, oder? Ja, genau. Ja, genau, das war halt aus so einer Castingshow, ne? Sachen lese ich, wenn dann bei Bekannten auf dem Klo oder so. Bei Metal Hammer. Na, das keine Ahnung, so diese geilen Weiberzeitschriften halt, Cosmopolitan. Naja. So, nochmal das meine ich. Das ist schon ganz interessant. Aber eben auch nicht für viel länger als für einen Kloaufenthalt. Aber da steht sowas drinnen wahrscheinlich, oder? Von dem wir jetzt kriegen. Also. Naja. Ja, genau. So für 14-Jährige und so, genau. Bravo und Co. Ja, also ich bin persönlich durch mit meinen Fragen. Hast du noch irgendwas, Kayo, was du wissen Nein, wichtigste Information war für mich, es ist angedacht eine Tapebox, wo alles schön zusammen drin ist. Spare ich auf jeden Fall mein Geld darauf hin, gerade als neuer Tape-Fetischist bei Taschengeld, genau. Der Monat Februar war teuer und auch wenn es ein bisschen dauern wird, ich freue mich jetzt schon. Sehr gut, ja, ich freue mich auch schon. Ja, ich wollte nur sagen, großartiges Album, ich finde es mega geil und es ist jetzt nicht einfach nur geschwätzt, ich glaube, es ist neben dem, was Elende gerade gemacht haben, glaubst du das, was ich jetzt aktuell am meisten höre. Cool, da freut mich, dass das so gut ankommt bei euch. Mit Elende seid ihr auch relativ eng, oder? Da spielt auch der Schlagzeuger bei Cargo und so und da haben wir im Endeffekt hatten wir ja gemeinsam unser jeweils erstes Konzert 2013 oder 2012, nein, 2012 war das, wo auch Vollmes gespielt hat. Moin, du Lause. Genau der. Vollmes und der Rete, glaube ich, haben noch gespielt.
Eben, und für Harakiri und für Elender war das damals das erste Konzert, soweit ich mich erinnern kann. Krass. Und, ja, eben, und seither sind wir halt mit den Jungs, sind auch ungefähr dasselbe Alter wie ich und Matthias, also alles um die 30 und ja, vielleicht ein paar ein bisschen jünger. Aber ja, eben, und das wir haben dieselbe Art von Humor, und drum ist das jedes Mal ein Highlight, wenn wir mit denen gemeinsam auf einem Festival spielen. Ist auch jedes Mal das komplette Absturzkommando. ja, aber drum, na, das ist, und ich bin auch mega elende Fan, vor allem die Todbringer habe ich immer am meisten gefeiert. Ich glaube, das ist noch nicht mal 3 Tage her, da habe ich mir die angehört. Und na eben, also ein paar gute Post-Black-Metal-Bands haben wir schon. Definitiv, definitiv. Kurze Frage, Adrian, würdest du Blut aus Nord auch so da einsortieren? Oder würdest du sagen, Blut aus Nord ist Avantgarde? Ja, schon. Okay. Vor allem die letzte, wie heißt sie? Ich kann die auch nicht aussprechen. Halluzinogen, irgendwas. Ja. Das ist schon sehr avantgardistisch. Also es ist mir sicher als Post-Black mit Elemente, vom Sound her vor allem, aber also von der Produktion her. Aber so vom wie es klingt, ist das schon ein bisschen mehr die avantgardistische Schiene. Da habe ich auch nicht wenig Geld bezahlt. Da hätte ich mal besser gewartet, bis die das zweite Mal neu aufgelegt wird. Naja, die hat irgendwie 50 Euro gekostet unter einer Amazon. Genau, da habe ich es gekauft, bis sie so 45 gekostet hat auf Discogs, und dann kam, glaube ich, 2 Monate später oder so, gab es die dann überall mit irgendwelchen schrägen Farben für 22 Euro. Da habe ich dann auch... Ja. Passiert halt. Manchmal hast du halt Pech. Und noch kurzer Sidefact dazu, der Gitarrist, ich weiß nicht, wer das von denen ist, er hat jetzt ein neues Projekt davon irgendwie am Start, was so an 90er Jahre... Ja, das hat Fuchs auf dem Cover, das habe ich mir aber noch nicht angehört, aber das mache ich die nächsten Tage mal. Gute Empfehlung auch für unsere Hörer, hört mehr Black Metal. So, ich bedanke mich recht herzlich bei unserem Gast, dass du dir jetzt wirklich so viel Zeit genommen hast für uns. Ja, so war ja eh ein nettes Gespräch, so ist es ja nicht. Ja, definitiv. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kann nur zurückgeben, ja. Ja, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, uns gibt es auf Spotify, iTunes, Google Play und natürlich auch auf YouTube. Und wenn ihr dann noch nicht genug habt, besucht auch mal den Kajo auf moshpitpassion.de. Genau, oder totgehört auf seinem Webblog sowie auf YouTube. Einfach mal durchgoogeln. Und natürlich ganz, ganz wichtig, Harakiri for the Sky, neues Album, jetzt draußen auf Platz 4 in den deutschen Charts geschartet. Gibt es überall da, wo es gute Musik gibt, sei es in digitaler Form oder in analoger Form, verschiedene Vinylfarben. Vinyl-Box-Set bei AOP rausgekommen. Und hast du noch vielleicht abschließende Worte? Habe ich irgendwas vergessen? Nein, gar nicht. Ich finde, es ist richtig viel abgedeckt worden, und ja, hab mich gefreut und war ein cooles Gespräch. Freut mich, dass es sich dann kurzfristig noch ausgegangen ist. Ja, mich auch. Cool. So. Guti, dann. Dann, ja, wünsche euch noch einen schönen Abend, Jungs, und danke für alles. War echt cool. Ja, klar. Wir bereiten das auf, schicken dir das, und ja, vielen lieben Dank. Wiederschauen. Tschüss. Ciao.